Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur NDR Talkshow. Sie ist 26 Jahre jung und schon hat sie in 47 Filmen mitgespielt. Ihren ersten Film drehte sie mit 14, mit 21 wurde sie mit der goldenen Kamera ausgezeichnet. Wir sind froh, dass sie heute Abend Zeit für uns hat. Emilia Schüle ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja, und auch wenn Sie zu Hause denken, liebe Zuschauer, dass es bei Ihnen blitzblank sauber ist, in vielen Bädern und Küchen keimt es munter vor sich hin. Da wollen wir natürlich aufklären und nicht nur über Keime und Bakterien reden wir, sondern über vieles anderes Wissenswertes, wieder mit der Hauswirtschaftsmeisterin und Moderatorin Yvonne Willix. Vor 2 Jahren kannte ihn noch niemand. Seitdem hat er Doppelplatin bekommen und die goldene Henne gewonnen. Und er war mit Helene Fischer auf Stadiontour. Wir freuen uns auf den Senkrechtstarter der deutschen Schlager- und Popszene, Ben Zucker. Herzlich willkommen. Wussten Sie, wo das einzige Rolling Stones Museum der Welt steht? Es steht in Niedersachsen, es steht in Lüchow. Finden wir fantastisch und es hat ein Mann aufgebaut, der seit 1965, glaube ich, infiziert ist von den Rolling Stones. Und der wird uns heute von dieser lebenslangen Liebe erzählen. Freuen Sie sich auf Uli Schröder! Sie waren 14 Jahre lang vom Erdboden verschluckt. Tragischerweise möchte ich hinzufügen. Keiner weiß, wo Sie waren, keiner weiß, was Sie getan haben. Mysteriös. Jetzt ist das Komiker-Duo wieder am Start. Erkan und Stefan, wir freuen uns sehr. Wenn wir seinen Namen hören, dann denken wir an Damast-Tischdecken und windlich große Rotweingläser und Kellner, die die Hand auf dem Rücken haben. Aber er kann auch ganz anders. Davon erzählt er uns heute Abend Johann Lafeister. Ein schöner Satz kommt jetzt. Der heißt so: Keine Rebellion, keine Intrigen, keine Lügen, keine Geheimnisse. Zitat Ende. Das sagt die Tochter über ihren Vater. Warum beide ein so großes Vertrauen haben zueinander, erzählen Sie uns heute. Elena Carrière und ihr Vater Mathieu Carrière sind bei uns. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, auch heute wieder Ihr Gastgeber Hubertus Meyer-Burkhardt. Und Ihre wunderbare Gastgeberin, die einzigartige Barbara Schöneberger, meine Damen und Herren. Willkommen hier im Studio und vor allem zu Hause. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie sich für uns entschieden haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja viel anderes Angebot, aber dass Sie heute bei uns bleiben, das werden wir honorieren. Ja. Mit ganz besonders tollen Gästen. Und wir fangen, glaube ich, mit einer ganz besonderen Beziehung an. Tatsächlich, das ist ja unser Partnersofa. Da sitzen immer Geschwister, Ehepaare und heute sitzen hier Vater und Tochter. Herzlich willkommen, Mathieu Carrière und seine Tochter Elena. Zusammen im Fernsehen gewesen oder zusammen irgendwo aufgetreten? Ja, aber wir dürfen jetzt wohl nicht die Konkurrenz hier nennen, oder? Das wollen wir nicht. Nee, natürlich nicht, aber es ist toll. Ja, wir haben auch schon zusammen gespielt. Das ist doch toll, oder? Ja, alles ist toll, was man mit ihr machen kann. Ja. Also das... Well. Das glaube ich. Wir haben noch 5 Uhr. Ja. Was ist das Besondere an eurem Verhältnis? Oh, ich glaube, es gibt kein Verhältnis generell, was nicht ganz speziell ist, weil es auch seine eigene Art und Weise irgendwie schön ist. Aber ich glaube, was unseres unterscheidet vielleicht zu einigen Mutter-Tochter, wollte ich gerade sagen. Mamichen, ja. Vater-Tochter-Beziehung ist halt, dass Mathieu kein klassischer Vater ist in dem Sinne, sondern eher ein Freund. Also er ist wirklich eine freundschaftliche Figur, die sich über mein Leben halt immer wieder als natürlich auch irgendwo Vorbild gezeigt hat, aber halt hauptsächlich als Kumpel. Und ich glaube, das hatte ja auch im Sinn. Ne? War das beabsichtigt, ein Freund eher zu sein, ein freundschaftliches Verhältnis zu haben, oder ist das einfach so passiert? Das war Glück. Ja. Das war Glück. Man kann nicht wissen, was passiert. Und es hängt auch damit zusammen, dass ich Kinder immer als gleichberechtigt angesehen habe und immer auf Augenhöhe mit ihnen gewesen bin. Ja. Ganz egal, wie alt sie sind. Ich glaube, du hast sie wahrscheinlich ziemlich machen lassen. Ich könnte mir vorstellen, du bist, wie du sagst eben, du hast ihr Verantwortung übertragen. Ich kann mir vorstellen, du bist sehr stolz auf sie, weil sie ist ja auch mega erfolgreich. Bei Germany's Next Topmodel haben wir dich gesehen, bist Zweite geworden, muss man erst mal schaffen. Sie ist so ein Wettbewerb. Aber ich glaube,
zum Glück ist sie Zweite geworden. Zum Glück ist sie Zweite geworden. Was Besonderes steckt. Ich war immer stolz auf sie, schon als sie geboren wurde. Aber da habe ich noch gar nicht so viel gemacht, außer meiner Mutter sehr viel Schmerzen. Ja, aber wie du das gemacht hast, das war einfach perfekt. Wie sie es gemacht hat, genau. Ich muss sagen, warum ich bin da zum Glück Zweite? Warum sagen Sie zum Glück Zweite? Halte musst du selbst sagen. Halte dich zurück. Sie hat es ja selbst gesagt. Sie hat gejubelt, als sie Zweite wurde. Anstatt zu weinen. Ja, also es ist halt so, dass man sich, glaube ich, relativ früh in der Sendung irgendwie entscheiden muss, was für eine Wertigkeit lege ich auch dem Platz, den ich im Endeffekt bekommen werde, den du ja nicht selbst beschließt zu bekommen. Was für eine Position. Ja, ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig zu erklären. Ja, du kannst damit selber entscheiden, weil wenn du Erste wirst, bist du natürlich in der Maschine erstmal. Du hast einen Stempel, oder? Du hast einen Stempel. Du bist so oder so in der Maschine drin. Ja. Du bist in der Maschine drin, weil man unterliegt ja im Endeffekt, ne, dieser Druck irgendwo so oder so, Öffentlichkeit, gewisse Verträge, Positionen werden ausgespielt. Aber der Stempel, den hast du halt nicht, wenn du nicht gewinnst. Ja, das stimmt. Und dann kann man sich, glaube ich, noch mal sehr selber entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Man bleibt selbstbestimmter. Man kann sich so vermarkten, wie man es vielleicht möchte. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich euch beide so anschaue, dass Freiheit oder frei bleiben, sich nicht festlegen, nicht sich so fest binden, ein großes Thema in deinem Leben auf jeden Fall war, oder? Muss man sich erkämpfen. Aber das Einzige, was man für seine Kinder tun kann, ist sie zu autonomen Menschen zu fördern, die um ihre Freiheit kämpfen und auch für die Freiheit von anderen Leuten. Also jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber gesprochen, was super läuft und was man toll aneinander findet. Jetzt gibt es natürlich auch Ich bin wahnsinnig froh, hier zu sein, Barbara. Warum? Ja, weil du hast dich nicht daran erinnert, dass wir uns schon mal zusammen im Schlamm gewälzt haben. Ja, stimmt. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr ganz direkt vor Augen. Das war lange her. Wir mussten in Öl baden. Ja, kannst du bitte kurz noch mal erzählen, dass es im Rahmen eines... Ich war nur etwas enttäuscht, dass du dich nicht mehr daran erinnert hast. Ich hatte es selbst überhaupt nicht mehr vor Augen, aber wir haben tatsächlich mal in einer Sendung gemeinsam ein Haus gebaut. Und es ist auch schon wieder 15 Jahre her. Mhm. Aber bis heute habe ich deinen Körper und das ganze Öl sehr, sehr vor Augen. Ja. Ich auch dein. Ja. Behalte ihn so in Erinnerung, wie du ihn vor 15 Jahren gesehen hast. Irgendwas, was du an ihm doof findest? Was? Wie? Ja? Was? Ja, als ich vor einer Stunde Bier trinken wollte, hat sie es mir verboten. Ich habe meine Liste hier gleich, packe ich aus. Nee, Matthieu ist chaotisch. Ich glaube, das war ja schon immer. Kannst du mir vielleicht bestätigen, vor 15 Jahren war das bestimmt nicht anders. Aber mit dem Alter wird das Chaos gefährlicher. Sagen wir es so. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch einfach so, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache. Und mir ab und zu mal denke, wenn ich ihn 5 Minuten aus den Augen verliere, so, wo ist er jetzt und was. Nein, also jetzt grade? Hör mal auf, sag mal. Rufst du an und sagst, hast du den Herd ausgemacht? Ich hab vorgesorgt, das wird meine Krankenschwester. Ja. Oh Gott, was? Ja. Ja gut, dann, also sie ist auf jeden Fall schon mal auf dem Sprung. Johann, du hast auch, glaube ich, eine Tochter, gell? Und ich glaube, man ist besonders stolz auf seine Kinder sowieso. Aber ich glaube, mit einer Tochter hat man besonderes Verhältnis. Du sprichst immer sehr schön von ihr. Ja, das ist so eine... Ich glaube, das ist so der Sohn zur Mutter, die Tochter meistens zum Vater. Ich habe zu ihr wahnsinniges Vertrauen. Ich bin stolz auf das, was sie macht und umgekehrt glaube ich auch. Und das merkt man dann in vielen Reaktionen. Es ist auch nicht, ich habe nicht so viel Zeit gehabt für sie, aber diese Intensität, wenn wir heute zusammen sind, ist einzigartig. Also das ist wirklich was ganz Schönes. Die beiden waren übrigens sehr viel miteinander zusammen, denn ihr habt bis vor kurzem in einer gemeinsamen WG noch mit anderen zusammen gewohnt. Wie ganz kurz funktioniert ein WG-Leben zwischen Vater und Tochter und anderen? Da war ich endlich das, was ich immer sein wollte, nämlich Familienonkel. Und ich hatte die Möglichkeit, in einen Jungbrunnen zu steigen, denn ich habe diese Wohngemeinschaft hauptsächlich eingerichtet, weil ich dann meine Tochter öfter sah und auch ihre Freunde kamen. Wir haben uns nämlich am Anfang auch nicht so viel gehabt. Also gerade in den ersten 15 Jahren meines Lebens ja eher sporadisch gesehen. Mhm. Aber dann, als ich nach Deutschland zurückgezogen bin, war das natürlich wunderbar, dass Matthieu mir und im Endeffekt auch meiner ganzen Freundesgang die Wohnung zur Verfügung gestellt hat, weil er sich natürlich dachte, warum nicht? Ne? Mhm. Ich bin irgendwie 60-jähriger Schauspieler, der gerade nicht so viel zu tun hat. Dann kümmere ich mich doch mal um ein paar Jugendliche. Ja. Das hat er vorzüglich getan. Vorzüglich. Wie alt warst du dann, als ihr wieder zusammengezogen seid? 15, tatsächlich. Ach so, okay. Ja, also das war so kurz bevor, so 2, 3 Jahre vor dem Abi im Endeffekt. Und es war auch ein bisschen chaotisch.
vorhin schon angesprochen. Aber ich hatte dann auch meine ruhigen Momente bei meiner Mutter, wo ich dann wirklich mich konzentrieren konnte auf die Schule. Sie war ein perfektes Vorbild fürs Wechselmodell, was alle Trennungskinder haben sollten, nämlich gleichwertigen Umgang mit beiden Eltern. Darüber sprechen wir gleich noch, weil das ist dir ja sehr wichtig, da bist du Vorkämpfer. Emilia, könntest du dir vorstellen, mit deinen Eltern in einer, wie auch immer gearteten, WG Mama, zu leben? Ich liebe dich, aber auf gar keinen Fall. Nein. Nee, oder? Also das kann ich mir vorstellen, das ist natürlich, kann sich nicht jeder vorstellen. Ich glaube, du hast ein ganz enges Verhältnis zu deiner Mutter, oder? Also meine Mama ist die beste Frau, die ich kenne, ja, absolut. Ja. Oh. Sehr gut, schön gesagt. Ja, das ist wirklich so. Wir haben aber das sind Söhne und... Wir haben tatsächlich ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe zwei Geschwister. Ja, und wir sind da... sind auch ein schönes Familienteam, sind sowieso immer sehr, sehr gern zusammen, treffen uns einmal die Woche und analysieren unser Leben bzw. reflektieren uns, und das ist ganz schön. Und ja, aber Mama ist ganz, ganz wichtig. Hast du einen tollen Song über sie auch geschrieben? Habe ich auch. Ja, das der Johann ist ja, hat ja sozusagen ganz früh schon gelernt, wie man kocht. Und Köche, weiß ich aus eigener Erfahrung, sind in Wohngemeinschaften gefragte Leute. Was willst du mir damit sagen? Zunächst nur eine Frage. Als du noch jünger warst als heute, ja, hast du in der Wohngemeinschaft gelebt, so als junger Lehrling und so? Nein, aber ich war beim Bundesheer für die Offiziere zuständig. Und ich kann dir sagen, es war ein extrem anstrengender Job. Es waren 9 Offiziere und 4 Köche. Wir hatten wahnsinnig viel Arbeit jeden Tag. 9 Offiziere und 4, also mal ein angenehmes Leben für die Offiziere des österreichischen Bundesheeres. Hätte man dich schon mal an unsere WG abgeben können. Ja. Also pass auf, ich bin käuflich. Du kannst mich heute noch fragen. Frage an Erkan und Stefan. Habt ihr auch mal zusammen gewohnt? Wo krass eigentlich nicht, oder? Na, noch nie. Krasse Frage. Überhaupt nicht, ja, krass, ja. Ich meine, wir kennen uns halt schon sehr lange, aber das so hart war es noch nicht. Ne? Ja, mein Türsteher hätte ihn noch nie bei mich reingelassen. Nee. Weißt du? Aber ich stelle es mir sehr krass vor, mit Eltern zusammen zu wohnen in einer WG, weil dann sind dann quasi die Machtverhältnisse anders sortiert. Dann kannst du auch sagen, hey, du musst mal wieder staubsaugen oder sowas, weißt Tatsächlich, du? Tatsächlich, also Machtverhältnisse gab es bei uns gar nicht so, ne? Jetzt, wo das Wort irgendwie den Müll habe ich runtergetragen. Hast du eine krasse Diktatur gestartet? Genau, im Endeffekt. Deswegen rede ich ja auch gerade für uns beide. So läuft Wer ist der Chef bei euch beiden? Der Chef ist sie, ganz eindeutig. Das heißt, aber du hast dich ja auch ausgelebt. Ich habe ja gelesen, ich glaube, du warst ganz lange in Paris. Wenn ich mir vorstelle, du hast da damals weltweit Filme gedreht, da hast du doch in Paris wahrscheinlich in so einer Wohnung gewohnt, wo man so die Flügeltüren so beidseitig öffnet und also so große Bodentiefe. Ach so, ich habe dich da halbnackt durch so eine übers Parkett laufen sehen in meinem Kopf. Wahrscheinlich, ja. In Ölbahnen sehen, aber es passiert in meinem Kopf wahrscheinlich. Egoist. Deswegen meinte ich, hast du dich da sozusagen total ausleben können. Da hattest du sicher jemand, der den Müll für dich runtergebracht Das noch total ausleben. Ja, das glaube ich sofort. Nur die Bedürfnisse ändern sich. Das und die, ist ein Wort. Man ist nicht mehr, man wollte auch andere Leute vor seinen eigenen Wünschen schützen manchmal. Mhm. Vor allem Kinder. Mhm. Hast du ihr viele Ratschläge gegeben? Ich habe es versucht. Aber ich bin kein sehr direktiver Mensch. Mhm. Ich bin wahrscheinlich zu tolerant. Kann man zu tolerant in der heutigen Welt sein? Ich weiß es nicht. Ja, es ist gefährlich heute. Wenn man zu tolerant ist, dann wirkt man leicht indifferent. Aber ich habe mehr von ihr gelernt wahrscheinlich, als sie von mir. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass natürlich, man denkt ja immer nicht, dass es auch mal umgekehrt sein kann. Ne? Dass auch Eltern mal was von ihren Kindern lernen. Aber die Welt verändert sich momentan im Minutentakt. Das ist alles super schnelllebig. Gerade was soziale Medien angeht, was Kommunikation angeht, vielleicht auch was Umwelt angeht, Nachhaltigkeit, sowas alles. Was haben Sie von ihr gelernt? Ernährung. Ich habe von ihr gelernt, ich muss jetzt, wenn ich wissen will, wo meine Tochter ist, einen eigenen Instagram-Account haben. Ach, mein Gott. Also, reduzierst du jetzt, dass du von mir gelernt hast, auf Social Media? Auf Instagram? Ich will euch nicht so leicht. Eine große Wohnung. Das ist eine große Wohnung. Die hat für dich auch so einen Chip implantiert im Handy, dass du, nur falls du verloren gehst und so wieder in den falschen Bus steigst. Ich bin eigentlich das Schlüsselkind, hat sie ja schon gesagt. Das haben einen Rollkragenpullover und irrt vermutlich ziellos umher. Glaube ich, 4 Jahre alt warst, habt ihr euch getrennt als Paar, also du und deine damalige Frau, also deine Mutter. Und du hast tatsächlich gesagt, ihr habt euch damals nicht viel gesehen.
Also ihr habt eine ziemlich lange Zeit eures Lebens nicht so miteinander leben können, wie ihr eigentlich wolltet. Naja, was halt, also ich glaube, mit 4 kann man nicht unbedingt wissen, was man will oder versteht auch gar nicht unbedingt, was da überhaupt abgeht. Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass meine Eltern nicht zusammenpassen. Das habe ich relativ früh schon verstanden. Ich war zum Glück nicht eines dieser Kinder, die irgendwie der Beziehung meiner Eltern ewig hinterhergetrauert ist, weil ich auch die neuen Partner dann irgendwann des anderen komplett akzeptiert habe und auch geliebt habe. Nach wie vor tue, vor allem hier die Freundin von dem guten Herrn. Und ich glaube, es ist halt irgendwie schön, wenn man dann realisiert, dass die Eltern auch ohne einander, aber dann trotzdem noch mit diesem Familienverhältnis, was man sich dann irgendwie als Patchwork-Family kreiert, glücklich werden. Mhm. Es war nun trotzdem schwierig, weil ich halt in einem anderen Land war. Ne? Wäre ich in Deutschland gewesen, wäre das mit dem sich öfters sehen wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen. Aber du musst aber eine voll hübsche Mutter gehabt haben, oder? Ich hatte eine voll krass schöne Mutter, ja. 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 Wir stellen sie mal. Habe ich immer noch. Ich weiß nur, und daran habe ich mich vorhin erinnert, dass du tatsächlich wahnsinnig, weil du vielleicht sie nicht so oft sehen konntest, wie du wolltest, oder weil du insgesamt die Sache politisch aufgegriffen hast, dich sehr für die gleichberechtigte Verteilung des Sorgerechts eingesetzt damals. Ja, ich war damals Betroffener in diesem Kampf um Gleichberechtigung zwischen Vater und Mutter. Man darf aber nicht unterschätzen, ich habe ja 10 Jahre in Venedig gewohnt. Mhm. Ich habe sie in der Zeit eine Woche pro Monat gesehen. Mhm. Das Wichtigste ist, auch bei Trennung, dass eine Kontinuität aufrechterhalten wird. Mhm. Sagt dazu Quality Time. Mhm. Und das musste ich mir hart erkämpfen. Quality Time, aber vor allem auch Normal Time, ehrlich gesagt. Also ich glaube halt, also Quality Time klingt immer so nach, heute gehen wir ins Disneyland. Aber wichtig ist nicht so sehr die Länge der Zeit, als die Regelmäßigkeit des Kontaktes. Und gab es immer, oder? Das gab es eben immer. Ja. Bis auf die ersten 2 Jahre, weil da, was ich, gab es. Aber da hatte ich auch noch kein Handy. Aber Vater, der in Venedig wohnt, ist aber auch nicht schlecht. Na, der Kampf war dann ein Kampf, wo ich tatsächlich, wo wir es geschafft haben, letzten Endes das Gesetz zu verbessern. Ja. Es ging um Kindschaftsrecht. Und, du hast dich ehrlich gesagt ziemlich, also du bist in Ordnungshaft gegangen damals, weil du gesagt hast, ich will ein Zeichen setzen, hast im Prinzip die Popularität deines Namens benutzt, dir Gehör zu verschaffen. Und es ist auch wirklich in der Presse ja rauf und runter gelaufen. Also es hat funktioniert. Und das war, hat mir, was weiß ich, das hat mir auch Spaß gemacht. Das war strategisch, habe ich viele tolle Leute kennengelernt in diesem Kampf um eine Verbesserung des Rechtes. Oder des Gesetzes. Auch viel aufs Spiel gesetzt. Ja. Und viel aufs Spiel gesetzt. Aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es nochmal machen. Du hast gesagt, wenn die Welt von Frauen regiert würde, wäre sie an der einen oder anderen Stelle ein Stückchen besser. Ja. Wurde ich damals. Wieso? Wo hast du das gelesen? Ich habe alles über dich gelesen. Ich habe so viel Blödsinn gesagt in meinem Leben. Das stimmt, aber ich habe jetzt nur die 2, 3 Sachen rausgepickt. Dieser Satz, der trifft mich jetzt von links außen, denn den hätte ich gerne selbst gesagt, ohne dass du ihn mir vorservierst. Oh, nee, entschuldige bitte. Ich glaube tatsächlich, dass die einzige Chance, die die Welt hat, die nächsten 20 Jahre zu überstehen, sind Frauen und Jugendliche. Mhm. Die sind die noch die Zivilisation und damit die Erde retten können. Warum? Glaubst du, Männer machen die Frauen haben besser? Seit 2 Millionen Jahren nur Scheiße gebaut. Männer haben Kriege. So. Frauen brauchen keine Männer zum Kinder machen. Wir brauchen ein Sperma. Aber ehrlich, man nicht den ganzen Mann zu Hause auf dem Sofa sitzen haben, wenn man nur ein Sperma hat. Also das ist aber sehr protestantisch. Also, ich weiß, rette die Ehre der Männer. Die können doch. Ich bin ein aus hygienischen. Ich ganz kurz die Ehre der Männer. Wozu brauchst du Männer? Ja, pass auf, die meisten Männer werden ja von Frauen erzogen. Deswegen sage ich genau, was du auch sagst. Frauen haben ganz, ganz viel Macht. Und ich kriege ja in meinem Bereich immer gesagt, die Männer können ja gar nichts und hin und her. Die können nicht bügeln, die können nicht putzen, die können nicht regieren, die können nichts. Wir Frauen erziehen meistens die Männer. Das heißt, wir haben auch ganz viel selbst in der Hand. Und das ist mir zu einfach gedacht zu sagen. Die Frauen müssen natürlich auch was dazulernen. Ja, die Frauen müssen sich als erstes von der Mutterrolle emanzipieren. Was? Zweitens können wir nicht Männer werden, Benzinmotoren nicht abschaffen. Was? Da hast du vermutlich recht. Also das mit der Mutterrolle, noch zusätzlich. Aber die Banne stehen auf Typen, die gerne Benzinmotoren haben. Ja. 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 Oder? Ja. Sorry. Hey. Kurze Banne.
so Golf 2 oder was? Ne? Ja, aber auch da ist seit den 90ern einiges passiert. Diese Frauen sind meiner Ansicht nach dumm. Ja. Ja, und? Ja, Doofe gibt's immer, Tala. Doofe gibt's eigentlich zu viele. Männer, aber Frauen, das ist ja auch nur meine Meinung, ich will damit keinen. Also sehr gut, ich würde sagen, damit... Leck halt an unserem Ast, alles cool, ja? Nein, du kannst ja weiter so machen. Komiker sind nicht gefährlich. Nee. Ihr nehmt keine Waffen in die Hand. Aber es ist doch nicht, dass ich nicht gefährlich bin, okay? Also ich weiß, was du meinst, und ich glaube, wir geben dir... Alles cool, Matthias. 87% der Gewalttaten werden von Männern verübt. Ja. So. Ja, aber in Deutschland werden jeden Tag... Aber wir können jetzt, wenn die Männer nicht ganz blutig geschlagen. Ja. Doch, das kann man. Okay, gut. Aber schön, dass du jetzt nochmal bei uns warst. Wie wir dich jetzt entsorgen, sage ich mal. Es muss natürlich wie ein Unfall aussehen. Aber wir werden uns was einfallen lassen. Ein paar gute Männer. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Mathieu Kavier und seine Tochter. Meine Damen und Herren, ja, unser nächster Gast hat gemerkt, dass es für Männer eng wird. Und daraufhin hat er gesagt, ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und er hat das, was man in der Raumfahrt oder in der Luftfahrt oder in der Schifffahrt, er hat eine Kurskorrektur gemacht. Er ist weg von dem Lebensstil, den er bisher gepflegt hat, hin zu einem einfachen, unauffälligen Lebensstil. Und warum er das gemacht hat, das erzählt er uns jetzt. Johann Lafer ist unser Gast. Woran liegt es eigentlich, ich will das mal aufnehmen ganz kurz, woran liegt es eigentlich, dass immer noch die großen Köche Köche sind und keine Köchinnen? Mit wenigen Ausnahmen. Es gibt sicherlich ja in der Tat wenige Ausnahmen. Es liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass in der Regel noch die Frauen die Kinder bekommen und das sind auch Köchinnen. Mhm. Und durch dieses... wahrscheinlich vorgehen, sind viele Frauen nicht kontinuierlich dann in diesen Restaurantbetrieben. Was nötig wäre. Kümmern sich um die Familie, können das nicht kontinuierlich, glaube ich, machen. Und deshalb gibt es nicht so viel Interesse von Frauen, diesen Beruf zu erlernen. Der ja ein 18-Stunden-Job. Absolut. Und kein Privatleben kennt. Du kochst das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, das ist vorbei, weil die Gastronomie hat zwingend notwendig, Nachwuchs zu bekommen. Und mit 18 Stunden am Tag, was auch gesetzlich nicht erlaubt ist, bin ich mir ganz sicher, dass das nicht zum Ziel führen wird. Für die Zukunft. Ja, aber es gibt auch Frauen, die können Kinder erziehen und arbeiten gleichzeitig. Die meisten übrigens. Aber wahrscheinlich nicht in der Gastronomie. Und jetzt müssen wir kommen wir mal zu Johann. Johann gehört ja zum Weltkulturerbe der Gastronomie, wenn ich das so sagen darf. Wow. Sehr nett, danke. Wenn du bist ein, also das ist ja sehr... Also du hättest auch können sagen, du bist ein alter Mann. Genau. Nein. Du bist aber ein Koch, auf den sich viele berufen. Ja. Du bist ein Vorbild für andere Köche. Das hören wir immer wieder bei jüngeren Köchen. Dann bist du jemand, der sozusagen ein Referenzton war. Du bist einer, nach dem man sich richtet. Und du hast nun gesagt, ich gehe weg von der großen Sterne-Gastronomie. Ich gehe hin zur einfachen Gastronomie. Warum? Es ist nicht Gastronomie, sondern ich habe gemerkt im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte, dass das Bemühen auch in der Öffentlichkeit über das Wissen von Lebensmitteln, über die Inhalte von Kochen nicht zu dem Ziel geführt hat, was man sich wünscht, nämlich dass die Menschen zu Hause sich besser, gesünder ernähren, dass sie mehr über Inhalte wissen. Und auch wir Fernsehköche haben es, glaube ich, nicht geschafft, Menschen mit dieser Leidenschaft zu begeistern, sich Zeit zu nehmen, gute Produkte zu kaufen und auch zu kochen. Und da habe ich mir insgesamt Gedanken gemacht. Und wenn man mehr Menschen für dieses nachhaltige, inhaltsstarke Kochen begeistern möchte, muss man vom hohen Anspruch runter auf eine etwas breitere Zielgruppe und muss diese Menschen abholen und sie motivieren, für die Zukunft über Essen nachzudenken, uns als Vorbilder zu nehmen, damit sie zu Hause besser kochen. Und ich glaube, das ist unsere Zukunft, nämlich die Ernährung. Und da müssen wir was dafür tun. Und ich möchte es schaffen, einfach irgendwann Menschen dafür zu begeistern, dass Ernährung oder Nahrungsaufnahme eines der wichtigsten Dinge im Leben ist. Es gibt ja ein... Barbara, wenn du bist, was du isst, wenn du nicht von innen heraus glowen kannst, dann wirst du auch keinem anderen vormachen, dass du irgendwie glücklich bist oder gesund lebst. Oder? Stimmt, genau. Und Barbara kann es nicht mehr hören, die kann mitsprechen, wenn ich das sage. Es gibt ja Länder auch in Europa, die mehr Geld fürs Essen ausgeben und vielleicht weniger Geld fürs Auto. Das wäre ein Wunsch wahrscheinlich für dich als Spitzenkoch. Auflafern, es gibt ein Verb,
dass es in der Gastro, unter Köchen gibt, jemand etwas mit aufgelafert. Ja, das ist im Prinzip ist es einfach ein bisschen Tuning-Tipps oder auftunen oder etwas besser machen. Das ist ja, ich sage mal, das Gute ist ja kein immer großer Aufwand oder es ist nicht mehr sehr kompliziert, sondern es geht manchmal um Erfahrung, um Raffinesse und auch Wissen, was man zur richtigen Zeit macht. Ich nehme gerne mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Schweinebraten. Ich glaube, das ist etwas, was man von einem guten Schweinefleisch nach wie vor gerne isst. Nicht jeden Tag, aber ab und zu mal. Und da kennen wir das ja aus unserer Kindheit. Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, fertig. So, jetzt nimmt man das, was die Asiaten machen. Zum Beispiel nimmt ein etwas dünneres Fleisch, einen Schweinebauch zum Beispiel, der gut durchwachsen ist, und würzt es dann mit Sojasauce, mit Ingwer, mit Chili, mit ein bisschen Sojasauce, Salz. Und schon hat man einen komplett neu interpretierten Schweinebraten, der einfach anders schmeckt, der möglicherweise auch die Geschmacksnerven mehr sensibilisiert. Und so schafft man es auch wieder Menschen, für das zu begeistern, was eigentlich schon längst out ist. Die Leute wollen es nicht mehr essen. Nehmen wir das Beispiel Kartoffelsalat. Ich meine, fast 80% des Kartoffelsalats kommen aus dem Eimer oder 90% des Kartoffelbrühes kommen aus diesen Packungen. Ich meine, jeder weiß, der selbst einen Kartoffelbrühe gemacht hat mit frischen Kartoffeln, das kann ganz gut schmecken. Ich habe es wieder speichelflüssig. Ich auch. Aber weißt du, Barbara, ich muss Kartoffeln schälen, ich muss sie kochen oder dämpfen, ich muss Sahne, Milch heiß machen, das ist ja Arbeit. Und da haben halt viele Leute das Problem zu sagen, Mensch, Meier, jetzt muss ich das alles machen, das andere geht doch schneller. Aber ich kann nur sagen, das ist wie beim Auto. Wenn ich dem Auto nichts gebe, fährt es auch nicht. Ja, ich wollte fragen, aber es gibt doch schon also einen großen Trend Richtung Gesundheit und ja, wir gehen doch nur noch da Balance und Ernährung. Kommt das nicht an bei den Leuten? Also, ich, so also wenn man Jahren die Zuwachszahlen des Verzehrs sieht im Außerhausbereich, dann sind die enorm jedes Jahr im Steigern. Und ich kann immer nur sagen, das kann ja nicht sein, dass die Zuwachszahlen da sind und jeder macht das nicht. Man muss ja nur mal am Bahnhof gucken, morgens, wenn man dort mit dem Zug fährt und man sieht die diversen Stände, die es dort gibt, mit immer demselben Inhalt. Ich glaube, dass jeder Zweite sich irgendwas kauft und sitzt im Zug und isst dann irgendwie das zum Frühstück. Und da muss ich sagen, das kann schon sein. Naja, aber du ich musst finde, ja auch nur gucken, was im Supermarkt los ist. Und ja, wenn die Leute sich, was die Leute in ihren Einkaufswagen haben und was die Industrie in die Regale wirft. Die passt sich halt an, ne? Gut, ja, das ist jetzt die Frage, ne, wo die Henne und wo das Ei gewesen ist. Also ob die Lebensmittelindustrie sich anpasst an unsere Bedürfnisse, wage ich jetzt tatsächlich zu bezweifeln. Naja, nein, der Kapitalismus passt sich ja im Endeffekt. Ja, aber das Ding ist ja... Ich tue mich voll gesund ernähren, ich schluck jetzt so Samen. Ja, das ist nämlich auch wieder so ein Ding. Dann immer kommen irgendwelche Superfoods. Ja, dann kommen Samen, irgendwelche Superfoods. Jetzt weiß ich, warum dein Schnurrbart nicht weg ist. Genau. Johann, hat das so was zu tun mit der Rückbesinnung auf deine Wurzeln? Weil du kommst vom Land, du kommst vom Dorf. Du hast angefangen sehr, sehr jung, unter sehr harten Bedingungen in der Landgastronomie. Hat das was mit der Rückbesinnung zu tun? Absolut. Ich meine, ich habe immer mehr Gedanken gemacht, wo führt das hin? Ich meine, das kennen ja viele Leute, wenn man in ein sehr, sehr gutes Restaurant geht, was ich ja größtens respektiere, alle Kollegen sehr schätze. Aber wenn man den Aufwand heute sieht... Die meisten Köche haben 4 Pinzetten in der Tasche, weil Dillzweig gibt es nicht mehr, es gibt noch Dillspitzen. Und am Ende steht dann ein Koch den ganzen Tag und zupft von dem Dillzweig oben nur die Spitze ab und muss dann am Abend auf einen Teller 20 Crème Fraîche-Punkte machen und jeden Crème Fraîche-Punkt mit einer Dillspitze versehen. So. Ja, und wenn ich dann Gabel und Löffel nehme und ich schiebe das zusammen so auf einen Löffel, dann habe ich ungefähr einen Teelöffel voll Crème Fraîche mit 20 Dillspitzen. Ja. So. Dann ist doch besser, ich mache gleich einen Löffel Crème Fraîche drauf und oben einen Dillzweig, weil inhaltlich ändert sich nichts. Oder was ändert sich da? Aber wenn man zu Ende denkt, dann kommt man eigentlich beim Smoothie an, oder? Nein. Aber guck mal, Döner machst du auch nicht in homöopathischen Dosen. Der schneidet auch richtig Fleisch runter, nimmt ein richtiges Brötchen, macht Aber Kraut. Weißt du, ist es nicht einfach ein Trend, der aufkam, dem alle gefolgt sind und der jetzt einfach wieder endet? Also Haute Cuisine und zu sagen, wir setzen uns da hin und es kommt jemand und erklärt was zum Essen und so. Ich glaube, das war einfach ein Trend, der hat uns jetzt ein paar Jahrzehnte begleitet und jetzt kommt halt der nächste Trend. Digga, das habe ich schon immer gesagt, große Portionen. Ja. Nee, pass auf. Ich würde das nicht als Trend bezeichnen. Ich sage einen Satz, der für mich gilt. Essen muss mich berühren, egal was ich esse. Und Essen ist Emotion. Wenn ich 2 Tage später das Gefühl habe, ich habe vor 2 Tagen etwas ganz Leckeres gegessen, dann war das Essen etwas Besonderes. Wenn ich morgen früh aufstehe, ich weiß nicht, was ich heute gegessen habe, dann kannst du es vergessen, es war nur Nahrungsaufnahme. Deswegen kämpfe ich dafür, wenn man eine Frikadelle machen, dann machen wir sie besonders gut, aus besonderen Produkten. Ich setze mich zum Tisch, ich esse das und ich habe Freude.
Und dann kann ich sagen, dann hat es mir gut getan und es ist für mich Genuss. Und sonst kannst du es vergessen. So, pass auf, jetzt. Ja. Ein Musiker wie später Ben Zucker, der nicht singt, ist schade. Ein Koch, der nichts zum Essen mitgebracht hat. Ist noch viel schade. Nur, ich meine, ich als Vegetarier habe eben Fäden gehabt hier, Speichelfäden, als du vom Schweinebraten erzählt hast. Und ich habe lange keinen Schweinebraten mehr gegessen. Und selbst damit, das ist das größte Kompliment, was man dir machen kann. So, ja. Aber du hast was mitgebracht, glaube ich. Ich habe was mitgebracht und ich weiß ja, das muss man auch den Zuschauern mal sagen, dass ich ja sonst nicht eingeladen wäre, wenn ich nichts mitbringe. Ja, okay, das ist schon auch Ich hätte es sensibler formuliert. Was haben wir denn? Johann, was haben wir da? Könntest okay, ich esse nur nach. Ja, ich krass. Alle, fang gleich an zu weinen. Das ist so schön. Nein, ich mit den Sinnen. Johann, was ist das? So, also. Das ist nichts für uns hier. Das sind jetzt alles Dinge aus diesem Buch Johanns Küche. Das sind also Dinge, die sehr einfach gehen. Ich nehme mal hier das als erstes. Das ist also ein relativ günstiges Fleisch, nämlich Flanksteak. Das ist im Bauch vom Rind ein Lappen. Der ist relativ preiswert. Und dieses Fleisch, sonst nicht bekannt, tut man langsam garen. Und da habe ich hier so eine schöne Vinaigrette gemacht mit Tomaten, ein bisschen Chili, Olivenöl. Das kommt erst da oben drüber. Dann nehme ich. Ach, ist das schön. Oh, kannst du auch, kannst du erzählen, während du auftust? Ja, ja klar. Ich kann weil die Barbara hat ja auf einen Trend eben hingewiesen und das mit Recht. Wir haben auf der einen Seite, muss alles schneller gehen, aber auf der anderen Seite haben wir so eine Slow Food Trend. Widerspricht sich das nicht gewaltig? Ich glaube nicht. Das ist kein Widerspruch in sich. Ich finde einfach, dass jeder für sich die Ernährungsform finden muss, die ihm gut tut. Ja. Und ich kann nur sagen, auch hier zum Beispiel jetzt Avocado isst jeder gerne, glaube ich, oder die meisten. Du bist ja, glaube ich, wer ist Veganer hier von euch? Du bist Veganer? Veganer? Ja. Ich habe Avocado nie Veganer einfach gegrillt. Einfach Avocado auf den Grill legen. Grillen. Auf den Grill? Auf den Grill das legen. Haben wir überhaupt noch nie gehört. Dann schön mit Sojasauce, Puderzucker, Olivenöl marinieren. Und dann hast du ein super schönes Essen. Ich muss mal eins sagen, ich möchte hier nicht Studiogast sein. Wenn man da in den hinteren ja, Raum sitzt und sieht uns hier spachteln. Die will hier auch stehen. Das ist auch ja. Willst du mal probieren? Ja, ich möchte was von der Veganer. Wir müssen uns hier drüben natürlich einen Überblick verschaffen. Danke schön. Wir müssten das Gespräch nur ja, ich wollte was. Ja. Oh. Aber die sind alle Veganer bei mir. Wer hat noch Avocado? So, hier, das ist zum Beispiel hier Lachs in rote Beete-Saft mit Gewürzen eingelegt und dazu Gurkensalat. Also, das brauche ich für das, wenn das Gespräch zu Ende ist. Dann kriegst du Lachs. Sage mal guten Appetit. Hallo, mein lieber Johann. Bitte. Ja, wenn man jetzt, man muss doch Wein haben zum Abschmecken. Toll, jetzt habe ich ja nichts. Ist das ein Wein? Hast du da bestimmte? Genau von dem Lachs. Muss es ein guter Wein sein? Dankeschön. Also man nimmt ja, es gibt ja das Begriff also, Kochwein. Ja, ich kann dir etwas sagen, was ich versucht habe. Ich habe vor 14 Tagen versucht, habe mir in Paris bei einem ganz tollen Geschäft einen Kochtopf gekauft, der innen vergoldet war, weil ich gedacht habe, den muss ich haben, den brauchst du als Koch, weil ich wollte was versuchen. Ich habe dann 2 Liter Bergkristallwasser gekauft in Österreich und habe das dann versucht, 2 Tage lang einzukochen und zu warten, ob Wein draus wird. Und? Es ist bei mir kein Wein geworden. Was will ich damit sagen? Wenn man heute nichts reingibt in eine Speise, kann nichts rauskommen. Und wenn ich etwas koche mit Rotwein, dann ist so, ich sag mal, Bahndarm-Schattenseite für 1,98 nicht unbedingt das Beste. Natürlich kein Butter-Rothschild, aber man sollte schon etwas reintun, was auch dem Gericht entspricht. Und das, was ich so schlimm finde, ist, die Leute kaufen sich zum Beispiel ein gutes Fleisch und haben eine schlechte Pfanne zu Hause. Dann wackelt die Pfanne, dann wird das Steak nichts. Also Essen wie muss denn die Pfanne sein? Ich habe 4 verschiedene Pfannen. Eine ist gusseisern, eine ist irgendwie Emaille beschichtet, eine ist Teflon beschichtet, eine ist verkratzt. Für Steak Hitze. In jeder Pfanne funktioniert ein anderes Gericht gut. Aber so sind Pfannen ist es, glaube ich, auch. Ne? Nimmst du einfach Drehspieß? Johann, erzähl. Johann. Nein, pass auf. Erzähl. Also für meine Begriffe gibt es 2 Pfannen. Eine beschichtete, eine Edelstahlpfanne. Edelstahlpfanne ist sehr gut für Fleischbraten, wenn man sie vorher richtig heiß macht. Okay. Da kann auch nichts, klebt es auch nicht an, wenn es schön heiß ist, also bei großen Stücken. Mhm. Und beschichtete Pfanne ist natürlich wichtig für Fisch oder für Dinge, die so geschnetzelt sind, die klein sind. Mhm. Wichtig ist ein dicker Boden oder noch besser gibt es mittlerweile Pfannen, die sind aus einem sogenannten Mehrschichtmaterial. Das heißt, die Hitze ist überall, unten am Boden und auch am Rand.
Und dadurch hat man nachher die gleichmäßige Hitze, die bleibt. Weil was passiert, wenn ich ein großes Stück Fleisch in eine heiße Pfanne reinlege und die Pfanne hat keinen dicken Boden, kühle die Pfanne ab und das Fleisch kocht in der Pfanne. Ja. Kennt jeder. Ja. Also kann ich immer nur sagen, wenn jemand heute sagt, für 29,90 kann ich mir eine gute Pfanne kaufen. Irrtum. Das ist ein kompletter Irrtum. Das kann nicht funktionieren, weil das Material, das man dafür braucht, kostet schon mehr wie 29,90. Die Yvonne Willix ist ja sozusagen die Queen der Keimbekämpfung. Ja, ja, bitte. Ja, aber wir haben auch schon was zum Thema, ja. Wir haben auch schon was zum Thema Pfannen gemacht. Aber ja, Pfanne, aber ja, aber ganz, verzeih, ganz kurz, eher Plastik, also unter keimtechnischen, eher Holzbrett oder Plastikbrett? Das ist jedes Mal anders, also alle zwei Jahre kommt da eine andere Studie raus. Mittlerweile, gerade ist es so, dass wir sagen eher Holz, weil im Holz noch so antibakterielle Sachen mit drin sind und man kann es auch abschleifen. Bei Plastik hast du halt diese tiefen Riechen. Wer schleift denn seine Bretter ab? Ja, wenn du Der für 99 Cent. Ich schwör's dir. Ja, immer ehrlich. Kann ich übrigens ein Tipp loswerden hier bei der Gelegenheit fürs Plastikbrett? Das weiß, ob du das weißt. Doch, bestimmt. Wie kann man die am besten sauber machen, die Plastikbretter? Mit 10 Spülmaschinen. Nein, 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 gar nichts. Nein. Es gibt ja eine solche Tabletten für die dritten Zähne. Ja, das stimmt. Cookie Dent. Ja. Man tut diese Tabletten in ein Becken rein, ins Becken rein. Nein, und dann tut man über Nacht das Brett einlegen und am nächsten Tag ist das Brett blitzblank sauber. Ich kann nach Hause gehen. Ja, aber du übernimmst meinen Part hier. Aber ich habe eine Frage an dich. Das Ganze, was ich jetzt noch nicht... Eine Frage habe ich... Ach so, wie reinigt man denn die Pfannen? Ja. Die Beschichteten, ohne dass die Beschichtung kaputt geht. Richtig. Ja, also ich würde sie niemals kein in eine... Spüle, kein... Na, Spüle auf keinen Fall. Ah, okay. Wenn nur Wasser und dann am besten am Ende nicht mit einem... So, das gibt ja diese wie sagt man da, diese Tücher, die... Schwämme. Nein, nicht die Eben Schwämme. Nicht? Nein, keine Schwämme, sondern einfach Tücher, die nicht kratzen und dann auswischen oder Küchenpapier. Aber das ist schon krass. Jetzt aber ich die, mit dem Lappen da durch. Jetzt holen sich die Bannis, die Koch- und Putztipps bei den Männern. Ja, klar. Ja, so, ich ich nehme einfach nur so ein Papiertuch. Emi, du hast die Frage beantwortet. Das war meine Frage. Die Pfanne weg. Jetzt hat immer noch nicht ganz. Ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage. Stell sie. Oh, Gott sei Dank. Johann, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wo bringst du den Leuten das jetzt bei, dieses nachhaltige Kochen? Also machst du Kochkurse, Warenkunde? Ja. Hast du gar kein Restaurant mehr? Das habe ich jetzt alles noch nicht gecheckt. Ich habe in der Tat kein Restaurant mehr. Aha. Weil ich demnächst für dich persönlich kochen möchte. Nee. Nein. Ich darf nicht buchen oder was? Nein, ich werde sicherlich natürlich in Zukunft vermehrt versuchen, Veranstaltungen zu machen, gerade im Bereich von auch Jugendlichen, dass die erfahren. Bei den Jugendlichen. Ja, nein, wollen wir das zusammen machen? Ich mache eine vegane Instagram. Sache und du machst das. Nein, das ist jetzt ohne Witz. Ja. Wir können nur weiterkommen im Bewusstsein von Qualität und Lebensmittel, wenn man darüber etwas weiß und wenn man weiß, was man damit macht. Und das ist meine Aufgabe und ich habe mir vorgenommen, dazu beizutragen, dass wir sagen können, irgendwann, wir essen einfach besser und gesünder. Ja. Die Mathieu Carrière. Dem Mathieu Carrière wird nachgesagt, ich weiß nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, korrigieren Sie mich, dass Sie hervorragende Bratkartoffeln machen. Stimmt das? Auch das haben wir gelesen. Entspricht das der Wahrheit? Ich hoffe, also mir schmecken sie. Okay. Aus Pasten oder aus rohen Kartoffeln? Ja, das ist nämlich die Frage. Das wäre nämlich die Frage, ne? Okay. Ich liebe Kartoffeln, aber ich esse keine Tiere. Ich auch nicht. Also Fisch essen. Deswegen, das ist ja die Bratkartoffel genau das. Aber die Bratkartoffel ist jetzt ist das Fundament der Karriere des Johann Lafer ist auch nicht nur sein Können, sein Talent, seine Begabung, sein Fleiß, das Bamberger Hörnchen. Ja. Stimmt. Liebe ich. Das Bamberger Hörnchen ist nun kein Gebäck, sondern eine Kartoffelsorte. Ja, oder die Franzosen sagen La Rat-Kartoffel dazu, La Rat. Das ist eine kleine Kartoffel, die ist festkochend, die heißt auch so. Und ich kann dir sagen, das ist zwar eine Wahnsinnsarbeit, die zu schälen, aber die Kartoffel hat einen guten Geschmack und gerade im Festkochenbereich gibt es nichts Besseres. Diese Kartoffel schön zu schälen, ich glaube, unter deinem Tisch steht ein Körbchen. Schau mal. Ja, ich weiß. Du sitzt drauf. Ja. Aber ist nicht die Schale das Nahrhafteste bei der Kartoffel? Ja, willst du das? Ja. Stefan, sag auch mal, was du Kartoffeln. Ja, kennst du die Kartoffeln? Ja, das sind die tatsächlich zum Schälen relativ mühsam. Ja, aber die sind super. Aber kann man die nicht? Also ich mach die immer mit Schale. Ich auch. Die ganze Zeit kannst du auch, aber wenn du zum Beispiel jetzt Bratkartoffeln machst, finde ich, tu mir die Schale weg und dann... Ja, hast du recht. Ja, aber das sind richtig gute Kartoffeln, die liebe ich. Ich mag die Linda. Was? Ich mag Linda. Die sind roh, nein, die sind roh. Die kann man jetzt nicht essen quasi. Nicht direkt. Du kannst gerne. Kann ich mal so eine Avocado haben? Avocado? Pass auf, Kollege. Habt ihr, habt ihr eigentlich je vom Bamberger Hörnchen gehört? Ich meine, das ist ja ohnehin auch...
glaube ich, ein Zeichen... Ich habe vom Bromberger Schießen gehört. Vom Bromberger Schießen. Ein Zeichen unserer Zeit, Johann, dass wir die Vielfalt an Kartoffeln zum Beispiel gar nicht mehr kennen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann liegen da noch 3, 4 Sorten. Wenn ich aber in meinen Biomarkt gehe, liegen da mehr. Und auch solche, die aus der Umgebung kommen, die man kaum noch kennt. Man muss zum Thema Kartoffel etwas sagen, was aktuell das Thema ist. Wir haben ja eine Kartoffelnot, weil im Jahre 2018 es so trocken war, die Kartoffel ja nicht mehr in Umlauf gebracht werden können. Aus dem letzten Jahr haben so schwarze Flecken, Trockenflecken. Und jetzt habe ich gehört, in diesem Jahr gibt es auch daraus resultierend diesen sogenannten Wurm, einen bestimmten Wurm bei den Kartoffeln. Also Kartoffel ist ein Grundnahrungsmittel und wir müssen dankbar und froh sein. Das ist auch der nächste Punkt, den ich bei der Gelegenheit sagen möchte. Die Basis unseres Lebens ist die Natur. Wir müssen auch mal überlegen, wie wir verantwortungslos mit der Natur umgehen. Und wir sollten auch bei unseren Nachbarn, der etwas erzeugt, lieber kaufen wie bei einem Supermarkt, der das preiswerter hat. Weil nur dann, wenn wir die Leute unterstützen, werden wir auf die Dauer bei uns in Deutschland darüber hinaus gut leben können und die Ökologie wird funktionieren. Ja. Jetzt muss man... Es ist vielleicht ein bisschen ein unpopuläres Thema, aber du bist nun aus Österreich und in Österreich isst man gerne Fleisch und ich habe auch wahnsinnig gerne lange Fleisch gegessen. Aber ist es denn so aus deiner Sicht, dass natürlich auch ein enormer Beitrag positiv für diese Welt wäre, wenn wir weniger Fleisch essen? Absolut. Ist so. Ich meine, wo soll denn das herkommen? Der Sonntagsbraten einmal die Woche. Also ich komme aus finanziell knappen Verhältnissen, da gab es einmal den Sonntagsbraten. Und auf den freute man sich aber nicht jeden Tag Wurst und schon gar keine Billigwurst. Ja? Ich mein, aber jetzt mal ehrlich, wir reden uns hier seit Jahren den Mund fusselig über dieses Thema. Ich glaube, das kommt einfach nicht bei allen Leuten an. Aber das ist doch egal. Die wollen die Grillfackel für 1,29 aus unterschiedlichen Gründen. Das kommt aus unterschiedlichen Gründen nicht an. Sorry, hast du mal Tofu-Döner probiert? Pass auf, das kommt einmal nicht an, aus meiner Sicht, weil wir immer so ein bisschen in unserer Blase darüber hinwegsehen, dass viele Leute erstens wirklich aufs Geld gucken müssen und zweitens, weil die Bildung dazu fehlt. Und das finde ich gut, was du sagst, Johann. Inzwischen weiß das doch jeder. In jeder Show wird nur noch darüber gesprochen. Die Leute gucken Fernsehsendungen wie gekocht. Wird. Und das sind dann so abgedrehte Sachen, was die Leute aus Kartoffeln machen, dass du denkst, das schaffe ich sowieso nicht. Es wird ja ganz selten mal gezeigt, wie man ein vernünftiges Kartoffelpüree macht oder dass man aus einer Kartoffel eben 17 unterschiedliche Sachen machen kann. Dann hört man immer saisonal, regional und weiß überhaupt nicht, okay, Kohl, ich kann nicht den ganzen Winter nur Kohl essen. Doch, kann man schon, weil es gibt ganz viele Variationsmöglichkeiten. Und diese Grundbildung fehlt total. Da gibt es Instagram auch. Ja, pass auf, für dich gibt es da Instagram. Da haben sich ein paar hingesetzt. Ja, finde ich auch gut. Aber eine ganze Generation, nämlich die, also ich konnte es jetzt noch, die Generation nach mir hat es nicht mehr gewusst und hat es nicht mehr weitergegeben. Ich finde es schlimm, dass man jetzt auf Instagram gucken muss, wie man ein Kartoffelpüree macht. Ja, aber welchen Bildungsstand muss man haben, um Kartoffelpüree nicht zu machen? Aber wo wird es dir denn beigebracht? Und wo wird in den Familien die Kartoffeln? Lass uns jetzt nicht das zu sehr stressen. Wir fragen mal Ulrich. Ulrich kennt die Rolling Stones. Die Rolling Stones sind zwischen Mitte 70 und 80. Ja. Du kennst sie alle gut, du bist mit ihnen essen gewesen, feiern gewesen, du kennst sie wirklich gut. Wie ernähren sich Mick Jagger und Co., dass sie A, so lange fit, so dünn sind? Wie machen die es? Es steht hier, 6 Drax und Rock. Sag mal das mal. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite haben sie im Backstage-Bereich natürlich sehr viel vegane Sachen. Es wird also sehr viel Curry mit Pute gegessen, sehr viel Hähnchen gegessen. Aber Pute ist nicht vegan, du. Nein, aber es sind einfach fettarme Gerichte, die dort also kommen. Und sie essen an für sich auch kleine Portionen. Also, kleine Portionen es ist, und es ist nicht so viel. Also ich mache ab und zu mal für die Tennisspieler Essen. Mhm. Kann nur sagen, Djokovic zum Beispiel, gell? Der lebt ja komplett ohne Fleisch, ohne Fisch. Der isst vor dem Tennismatch Haferschleim, Süßkartoffel gekocht ohne Salz, Blumenkohl und Banane. Mhm. Und guck mal, was der Mann für eine Qualität an den Tag legt, an Fitness und an Konzentration. Ja. Ich glaube, wir müssen mal lernen, dass nicht nur Fleisch der Weisheit aller Dinge ist. Wir müssen auch mal lernen, aus Dingen etwas zu machen. Ich kann nur empfehlen, man soll mal in Libanon gehen, da essen die ja fast nur vegetarisch. Und ich kann auch sehen und kann euch sagen, die abwechslungsreiche Küche dort, auch die Vielfalt dessen, was sie machen,
ist bei uns einfach nicht angekommen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir aus vielen Dingen etwas ganz Leckeres machen können. Solange eine billige Streichwurst günstiger ist als das Obst und Gemüse im Supermarkt, wird sich nichts ändern. Solange es günstiger ist, sich beim Restaurant mit dem goldenen Bogen was zu kaufen, als beim Bio-Fred nebenan, wird sich nichts ändern. Und damit meine ich, dass der Kapitalismus sich anpasst. Es geht nur ums Portemonnaie, Leute. Da können wir noch so lange diskutieren. Aber Yvonne, das Restaurant mit dem goldenen Bogen, was ist in jeder Stadt 85 Mark, ist schweineteuer. Das ist ja immer so ein Irrtum zu glauben, dass dieses Fastfood billig ist. Es ist richtig teuer. Du weißt, was du kriegst, du weißt, was du isst. Du gehst dahin, das schmeckt immer überall gleich. Und es hat nämlich auch was mit der Peer Group zu tun. Ich kann es mir leisten und dann sparen. Johann Laffer, es war ein Vergnügen, dass du bei uns bist. Darf ich bitte noch einmal sagen, dass ich auf einem Teller gemischt habe dein Fleisch, dein Fisch, aber gerne nehmen. Den Apfelkuchen und die Avocado. Und ehrlich gesagt, das passt alles sehr gut zusammen, oder? Barbara Schöneberger fragt jetzt Emilia Schüle. Ich freue mich darauf. Guten Tag. Machst du einfach Sport, kannst du essen, was du willst. Ja? Machst du Sport und Liebe, kannst du viel essen. Ja, mein Reden. So. Ja. Aber wie willst du Liebe machen ohne Männer? Mhm. Ja, scheiße. Mir genügt nicht ein Spermium, ehrlich gesagt. Aber dazu später mehr. So. Diese wunderbare Frau zu meiner Rechten stand mit 11 das allererste Mal vor der Kamera. Seitdem sind nur 15 Jahre vergangen und sie hat in 47 Filmen mitgespielt. Wie sie das geschafft hat, das werden wir nämlich jetzt gleich mal rechenmäßig erarbeiten, wie viel das pro Jahr sind. Das wird sie uns jetzt erzählen. Emilia Schüle ist bei uns. Du warst, glaube ich, noch nicht wir in so viel. Wir haben zusammen vor der Kamera gestanden. Erzähl mal bitte. Erzähl mal. Hier. Wir haben uns auch im Schlamm gewälzt. War auch ein Ölbad. Nee, tatsächlich. Welchen Film spielst du eigentlich mit? Das war der Film Freche Mädchen. Freche Mädchen 2. Aha. Und jetzt kommt das Ernüchternde. Ich war kein freches Mädchen, sondern ich war die Mutter. Ja, aber nicht meine. Nee, leider. Aber die von einer gleichaltrigen anderen. Aber war das nicht so, dass deine Tochter das so toll fand, dass sie wollte, dass du mitmachst? Ich erinnere mich nur, dass ich mit Matthias Brandt geknutscht habe. Genau. Ja, als der Mutter. War besonders jung. Als Mutter. Ja, der war, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich wusste gar nicht, dass Kinder in den Filmen mitgespielt haben. Ich habe mich nur auf Matthias Brandt konzentriert. Aber wie auch immer, das war toll. Also wir kennen uns seit Jahren, das wollten wir sagen. Seit Jahren. 3 Filme im Schnitt im Jahr hast du gedreht, seit du 11 bist tatsächlich. Hattest du zwischendurch ein bisschen Zeit für Schule und all die anderen Dinge? Ich war da. Ab und zu. Braucht man eine spezielle Schule? Naja, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann ist es ja auch so, dass man, wenn man, man hat ja mal auch eine Episodenrolle nur irgendwie in der Folge von einer Serie. Das gilt ja dann auch schon als Filmeintrag. Ne? Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man 2 Monate jeden Tag gearbeitet ist klar, hat. Ne? Ist klar. Sowas gab es auch immer wieder mal, aber ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Also ich bin auch erstaunt, wenn da 47 steht. 47 Filme. Aber wie ist es jetzt bei Kudamm? Ne? Das ist, oder bei einer Serie ist es dann ein Film oder pro Folge ein? Wie auch immer, das sind ja auch nicht. Es ist auf 44 Folgen von einer Sache und der Rest waren. Ja, stimmt, genau. Ja. Wie auch immer, also du hast auf jeden Fall viel gearbeitet. Ja. Erinnerst du dich noch an die Dreharbeiten zu deinem ersten großen Kinofilm? Ja, natürlich. Ja, das war Freche Mädchen. Also deswegen trage ich den Namen Mila auch als Spitznamen noch. Und ich war lange befreundet, bin lange befreundet gewesen noch mit der Regisseurin. Und mit der habe ich eben noch ein, zwei Mal gedreht und das hat mich immer begleitet, die freche Mädchen. Als Kind, wenn man ja als Kind dreht, da gelten sehr, sehr strenge Regeln am Set, oder? Ja. Also tatsächlich ist da immer, also man muss sich immer wahnsinnig ranhalten, weiß ich noch, wenn Kinder irgendwie im Spiel sind, weil die dürfen immer nur so und so viele Stunden. Kurze Arbeitstage sozusagen, wie Erwachsene. Wie viele Stunden darf man da irgendwie? Man darf 5 Stunden am Set sein und 3 Stunden drehen und dann sitzen da auch so Jugendmedienbeauftragte und schreiben richtig mit und Also dann ist Schluss irgendwann. Wirklich tatsächlich strenge Geschichte. Ich weiß auch noch, als ich 18 geworden bin und dann meinen ersten Nachtdreh hatte und da habe ich mich ein bisschen zurückgesehen, weil da musst du halt einfach plötzlich da nachts stehen und drehen und bist müde. Bist einfach müde. Nee, dann darf man nicht ins Bett gehen. Wie schafft man es mit 11 plötzlich so eine Karriere irgendwie zu machen und auch ja machen zu wollen? Das hat dich ja tatsächlich keiner gezwungen, sondern du hast das ja auch gerne gemacht. Wie bist du da reingerutscht?
Oder war das ein Ziel? Ich weiß es nicht. Es ist einfach deine Eltern passiert. Sind ja keine Schauspieler. Nee, nee, die sind Ärzte. Also das ist einfach so passiert. Und dann ist es ja, also so, wenn man so 12, 13, 14 ist, ist es ja eine ganz tolle Flucht vom Alltag und vor der Schule. Und man erlebt ja Abenteuer fürs Leben und erweitert seinen Horizont und hat plötzlich Freunde, die sind eben nicht 13 und 14, sondern es ist irgendwie einer von der Kamerabühne. Und also das ich habe mein Herz einfach sofort an den Film verloren und also das ist einfach, ich weiß nicht, jetzt bin ich plötzlich 26 und habe 48 Filme gedreht, weiß ja, nicht. Und ja. Zupp, Zeit vorbei. Hört sich eigentlich an wie derselbe Werdegang wie Mathieu, einfach 1:1, aber 50 Jahre später. Ja. Film mit 14 oder 15 an den drei Film Jahre, verloren. Drei Jahre später, aber ist ähnlich. Ja. Alles unterschreiben, ja. Was aber du, ich glaube, wenn man 13 oder 14 ist, ist es nicht so leicht, wenn du dann wieder in die Schule kommst und du musstest ja natürlich in die Schule gehen und so, dann ist es entweder, sie finden dich total cool und behandeln dich besonders, oder sie finden dich dann total doof, weil du halt eben schon andere Erfahrungen machst als die anderen Schüler. Oder Schule schwänzen darfst. Oder weil du Schule schwänzen darfst. Also ich glaube, man hat auf jeden Fall eine Sonderstellung, die man in dem Alter überhaupt nicht will, oder? Da will man doch eins sein mit der Masse und absolut. Untertauchen. Also, klar, man ist auch dann wieder aus seinem Alltag rausgerissen, was, und man ist ja sehr, sehr sensibel irgendwie, wenn man 13, 14, 15 ist. Ja. Pubertät hieß das, glaube ich. Mhm. Und ja, das ist eine sensible Zeit und ich glaube, dass da jeder Jungschauspieler auch mal so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wieder anzuknüpfen, so im echten Leben. Mhm. Ja. Hast du zwischendurch mal so eine Krise gehabt in der Pubertät, dass du dir dachtest, ich höre jetzt auf, ich mache was ganz anderes und werde Tierärztin oder so? Nö. Also dein Weg war klar? Nee, mein Weg war klar. Aber es gab auf jeden Fall eine Phase, in der, also, aber ich glaube, das passiert auch nicht nur irgendwie Schauspielern, sondern jedem, in der man so eine Form von Ausgrenzung oder so erlebt hat. Mhm. Wie war das bei dir? Ja, genau so eigentlich. Also, dass man einfach ein paar Wochen, Monate niemand mit einem geredet hat. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich dich so anschaue, dass sich irgendjemand ausgegrenzt hat, ehrlich gesagt. Ja, aber man ist halt in einem Teenie-Alter. Ich glaube, es gibt Gruppendynamiken und das passiert, glaube ich, überall. Und das ist, Neid ist groß, sagt der gerade. Ja, sicherlich. Aber man ist dann halt, und es gibt dann einfach Mitläufer, die einfach dann halt mitmachen. Aber das ist alles sehr lange her und auch nicht so schlimm, weil ich habe ja trotzdem weitergemacht mit dem, was ich jetzt auch immer noch tue. Und ich habe einen wunderschönen Film gemacht, der heißt Lena Love. In dem es auch um Mobbing geht. Ne? Ja, genau. Ganz genau. Und der wird, glaube ich, am Herzen, den zu machen. Ja, ja. Also da geht es um Cybermobbing. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber dadurch, dass mir das so passiert ist, in einer sehr soften Form, ich möchte mich überhaupt nicht in irgendeine Opferrolle oder so stellen, war es mir sehr wichtig, den zu machen. Und es ist irgendwie ein Thema für mich auch. Und das Schöne ist, der ist schon eine Weile aus dem Kino raus, aber unsere Produzentin von dem Film, Tatjana Bonnet, die hat mit dem Berliner Senat und Cybermobbing Präventions e.V. organisiert, dass dieser Film immer noch gezeigt wird in Berlin im Kino und Schulklassen vorgeführt wird. Und wir führen dann so Präventionsgespräche mit den Jugendlichen. Und das ist sehr, sehr schön und sehr wichtig, weil es ist einfach ein Thema, was unterschätzt wird, glaube ich. Ja, total. Seid ihr gemobbt worden? Also auch mit sozialen Netzwerken. Ja, ich glaube, 9 von 10 Leuten haben mit Mobbing kein Problem. Ja, ich kriege immer so Angebote von irgendwelchen Bunnies. Ja, dann klickst du drauf und zack, bist du in so einem russischen Ding drin, weißt du? Ja, das hat aber nichts mit Mobbing zu tun. Aber das Schlimme heutzutage ist ja, also damals bin ich ja nach Hause gegangen und konnte einfach so weitermachen. Und heutzutage gibt es ja diese Handys und dieses Mobbing oder diese Ausgrenzung oder was auch immer, das hört halt nicht auf. Also das ist, glaube ich, ein großer psychischer Druck, der da existent ist. Da gibt es eine krasse Plattform, die heißt Telonym, habe ich von da gehört. Da kann man draufgehen und man kann anderen Leuten anonym seine Meinung sagen. Und da gehen die Kids drauf, weil sie halt voll neugierig sind, was die anderen von ihnen denken. Und dann nachher sind sie halt voll fertig. Ja, nachher sitzen sie alleine zu Hause und heulen. So, würde ich ja, ach so, oh Gott, es gibt so viele schreckliche Sachen. Wir sind keine Digital Natives mehr. Und ich bin eigentlich ganz froh. Ich auch. Ich habe es mir drauf geschafft. Du hast während deiner Abitursprüfung, weil das ist ja das Ende der Geschichte, dass du tatsächlich dann dein Abitur gemacht hast, und zwar ziemlich gut. Ja. Hast du dich dann besonders irgendwie reingehängt oder ging es dann eigentlich doch recht flüssig? Weil ich meine, mit so wenig Anwesenheit dann so ein Bombenabitur, eins irgendwas. Ja, nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich konnte mich schon immer ganz gut
man hat dann früh gelernt zu arbeiten und fokussiert zu sein, seine Zeiteffizienz zu nutzen, glaube ich. Deswegen ging das dann. Aber ich wollte auch unbedingt die Rolle spielen und dann macht man alles möglich. Also ich war sehr der Tatort. Du hast Tatort Wegwerfmädchen hieß das damals. Ich glaube, das war auch ist natürlich während der Abiturzeit. Ja, so. Ja, ich bin von der Prüfung zum Set und dann wieder in die Müllverbrennungsanlage. Oh Gott, wie schrecklich. Kommt, lass uns bitte schnell ein anderes Thema anschneiden. Ich habe tatsächlich bin ich über die Stadt gestolpert, in der du geboren bist. Blagoweschtschensk. Sehr gut. Blagoweschtschensk. Und wie viele andere erfolgreiche Menschen, die in Deutschland leben, wie zum Beispiel Helene Fischer und Paulina Ruzhinsky, ursprünglich aus Russland, kommen tatsächlich hierher gekommen. Wann bist du hierher gekommen und welche Erinnerung hast du noch an Russland? Ich bin ich war eins. Ja, okay. Also ich ziehe die Frage zurück. Viele schöne Erinnerungen. Ja. Das war 93 und ich habe nicht viele Erinnerungen, also gar keine. Also ich glaube, die Erinnerung setzt sich dann eher so aus Geschichten zusammen. Ja, und aus gelebter Tradition, die du jetzt vielleicht noch irgendwie in deinem Leben hast. Gibt es noch Russisches, was dich begleitet? Ich liebe Pelmeni. Was ist das? Das ist letztendlich dasselbe wie Dim Sums, oder? Oh, also, hat es was mit Kartoffeln zu tun? In jeder Nationalität, nein, leider keine Kartoffeln. Nee. Einfach nur eine Teigtasche mit Fleisch drin. Oh, fantastisch. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Verstehst du noch Russisch? Ich verstehe Russisch noch, aber ich konnte sehr lange das R nicht rollen, als ich 12 war. Und dadurch habe ich es nicht so richtig gelernt, weil ich mich immer geniert habe. Das ist so eine schöne Sprache. Aber ich bin vor zwei Jahren mit meiner Schwester zurückgefahren an meinen Geburtsort. Der ist ja so weit weg. Davon haben wir Bilder tatsächlich. Daraus ist nämlich auch ein, also nicht von deiner Schwester, aber von dir. Da sind ja auch ganz schöne, die haben wir vielleicht gerade eben schon gesehen, aber hier sieht man es, ganz tolle Bilder entstanden. Da hast du mit einer traditionellen Tanztruppe getanzt. Genau, war ich auch. Mit Tanzen. Wer hat das denn gefilmt? Wahnsinnig schön. Das war ein Werbespot, dessen Namen wir jetzt nicht nennen dürfen. Nee, also da geht es um Heimat in diesem Film. Und genau, das ist mir dann. Wir müssen noch einmal über ein ganz tolles Projekt sprechen. Du hast tatsächlich es geschafft, dass ein Film für dich geschrieben wurde. Ja, stimmt. Ich meine, dass mal einer einen Song schreibt oder eine Kassette aufnimmt mit Songs, die er mit einem verbindet oder so. Okay, das kenne ich auch aus meiner, oder kannte ich. Aber dass einer einem einen Film schreibt und der dann auch noch getanzt wird. Jetzt, wo du es so sagst, stimmt. Oder sag mal, wie kam es dazu, voll dass creepy jemand, eigentlich, oder? Ja, einen Film für dich entwickelt hat? Ja, ich weiß es auch nicht, wie das passiert ist. Also ich habe, das war Tom Zickler und Martin Schreier, der Produzent. Und ich hatte eine Gastrolle in einem Film von den beiden und dann haben die gesagt, sie würden gerne mit mir zusammenarbeiten und sie werden mir mal was schreiben. Ja. Und ich dachte... Ja, ja, Quatsch, Quatsch. Genau. Mhm. So machen wir es. Ja. Ja. Und dann kam einfach ein Dreivierteljahr später ein Anruf, dass ich bitte nach Babelsberg kommen soll und ich bekomme eine Führung durchs Studio und dann erzählen sie mir von der Geschichte, die sie vorhaben. Da gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nichts auf dem Papier und ich war so, okay, ich komme und dann habe ich eine Studioführung bekommen und dann gab es eine Tasse Cappuccino und dann wurde mir erzählt davon, von der Idee, dass ich eine Tänzerin spielen soll in den 60er Jahren, die da in dem Filmstudio arbeitet und auf jeden Fall, an der die ganze Geschichte aufgehängt ist und inzwischen gibt es nicht nur die Geschichte als Papier und eine lustige Führung durch die Kulissen, sondern es gibt den fertigen Film und wir haben, halte dich bitte fest, Hold On To Your Seat, einen Ausschnitt. Traumfabrik heißt das Ganze und wir gucken rein. Wie heißt du? Milo. Emil. Morgen ist der letzte Drehtag. Dann fliegen wir zurück nach Paris. Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht. Aber ich muss dringend ins Defa. Treten Sie zurück. Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger. Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das Verrückteste, Idiotischste und Schönste, was ich je gehört habe. Du wirst dir alles aufs Spiel setzen, nur um ein Mädchen wiederzusehen, von dem du gar nicht weißt, ob es dich auch wiedersehen will. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du kleiner Stelle mit Hausverbot und jetzt bist du Regisseur. Ich wusste gar nicht, dass du und... Ja. Wenn jemand rausfindet, was du hier abziehst, dann landest du im Knast. Geh nicht zurück nach Paris. Ich kann nicht hier bleiben. Wahnsinn. Wie lange hat es gedauert, dass die schwarzen Haare wieder rausgewachsen sind?
Das ist eine Perücke. Das war gefärbt. Das war letztes Jahr gedreht und dann kam die nächste Rolle und jetzt ist das. Also es waren deine echten Haare nur in schwarz gefärbt? Ja, genau. Ja. Ach so, toll. Mein Gott, also diese Hollywood-Welt. Wow. Du drehst gerade eine amerikanische Serie. Ja. Wie schafft man das? Mich hat noch niemals das amerikanische Fernsehen angerufen. Jetzt sag mal ehrlich, wie schafft man das? Ich habe echt ganz schön viele E-Castings zu Hause gemacht und nie was zurückgehört. Oh Gott, E-Castings. Das heißt, du spielst Romeo und Julia bei dir zu Hause in der Küche und schickst es dann online. Ja. Ja, ja, teilweise spiele ich dann auch mit meinem Handy als Gegenpart. Dann Nein, dann Videos, die kenne ich. Ja, nein. Und Frau zu Hause sitzt und Moment mal. Oh Gott, okay. Genau, und da war es aber, da hat es dann einfach geklappt. Also ich glaube, man muss einfach auch wahnsinnig viel Glück haben und man muss auf die Rolle passen. Und was für eine Serie ist das? Die heißt Treadstone. Die spielt in dem Bourne-Universum. Ja. Aber es ist leider ist Matt Damon ohne dabei? Matt Damon. Okay, keine weiteren Fragen. Treadstone ist die böse Organisation, wo Bourne gar nicht gewusst hat, dass er für die arbeitet. Ja, ja. Genau. Oh, du kennst dich voll aus. Okay, wie hat immer, du hast mit etwas zu tun, was mit Matt Damon zu tun hat. Das reicht ja schon. Wir freuen uns geschafft. Ganz besonders, dass du bei uns bist. Und wir brauchen dir ja gar nicht viel Glück zu wünschen, weil es läuft sowieso. Emilia Schüle! Wenn Sie ein Rolling Stones-Fan sind, dann gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp. Im Wendland, also hier nahe bei Hamburg, ein Hauch östlich, ein Hauch südöstlich, genau in Lüchow, ist das einzige Rolling Stones-Fan-Museum der Welt. Und der Mann, der diese Privatsammlung zusammengestellt hat, der sitzt jetzt, Sie werden es ahnen, links neben mir. Er sammelt alles seit seiner Kindheit, seiner frühesten Jugend, was irgendwie mit den Rolling Stones zu tun hat. Freuen Sie sich auf Ulrich Uli Schröder. Herzlich willkommen. Fit lässt dich ja schon erkennen, dass du ein echter Stones-Fan bist. Vielleicht führst du uns in wenigen Sekunden mal durch die wesentlichen Exponate, die du an deiner Haut mitträgst. Naja, das ist über Jahre zusammengetragen. Ja. Und ich bin an für sich seit 62 dabei, seit Gründung dieser Band. Und 1965 durfte ich zum ersten Mal dann bei der Deutschland-Tournee der Rolling Stones dabei sein. Ich wollte erstmal den Anzug hier. Ja, und diesen Anzug, den gibt es jetzt an für sich schon seit mehreren Jahrzehnten. Ach so. Nur er hat sich dann nach und nach jetzt, verändert. Jetzt, wo du sagst, riech ich es auch. Ja. Ja. Und dass dann die verschiedenen Exponate und Sticker und Banner eben entsprechend dazu kamen. Ich wechsle sie auch mal aus in dem Fall, aber es ist einfach eine unendliche cool Geschichte. Ne? Du siehst cool aus. Jetzt wissen wir ja in unserer Generation, es gab in den 60er, 70er Jahren, es gab das Lager der Beatles-Fans und es gab das Lager der Stones-Fans. Okay. Wir wollen mal fragen, wer ist Stones-Fan? Bitte aufstehen. Eins, zwei. Ne? Man merkt bei den Stones-Fans, sie sind in die Jahre gekommen, es dauert eine Weile, bis sie stehen. Aber vielen Dank, dass Sie aufgestanden sind. Das ist eine Dominanz der Rolling Stones-Fans. Okay. Das ist das, finde ich. Also die Fans brauchten einmal eine Weile, bis sie stehen, während Mick Jagger trotz einer Herzklappenoperation schon wieder, also eigentlich so ein schöner Mann, durchtrainiert wie Sie. Also das ist, muss ich wissen, wie Herr Karriere. Von Ihnen zu Hause viel. Ja. Wie geht's ihm? Gibt es neuen Stand von Mick? Also er ist fit. Wie und er sagt in dem Fall, ich ziehe das durch. Wir ziehen jetzt die Konzerte in den USA durch. Wir ziehen die Konzerte in Kanada durch. Und wir Fans, wir rechnen an für sich, dass er weitermachen wird, dass es nachher später nach Südamerika geht. Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr. Es gibt ein Video. Aber es geht weiter. Es gibt ein Video. Er hat es gepostet, extra für die NDR Talkshow. Er hat gesagt, ich weiß, dass du kommst. Ich weiß, dass du kommst. Und ich weiß, da ist er. Guck mal hier. Er winkt uns auch zu. Ja, zwei Tage nach der Operation. Guck mal, ist doch... Ist das lustig, der Typ. Das ist nach der Operation und der Mann ist 75. Ja. Ist im Ernst? Ja. Uni. Warum machen die Stones, ich meine, am Geld liegt es nicht, warum machen sie noch weiter? Es ist einfach für den Fan, nicht? Sie brauchen das, es ist einfach drin und sie sagen, die Fans, denen sind wir das wert und wir möchten das einfach weiterbringen. Es ist bei allen Stones drin, der Letzte, der die Verträge unterschreiben soll, ist immer jetzt Charlie Watts, weil Charlie Watts mit 77 Jahren
jetzt der Älteste auch der Truppe ist, der dabei ist. Und Charlie muss immer bewogen werden, dass man dann sagt, okay, Charlie, deine Unterschrift fehlt noch. Charlie sagt dann in dem Fall, okay, ich weiß noch nicht, ob ich komme. Und dann sagen die anderen, es geht ja nicht um uns, sondern die Firma besteht ja zurzeit aus 250 Familien, denen wir Brot geben. Ja. Das heißt, die Familie der Rolling Stones, die jetzt reist bei diesen Konzerten in Amerika, besteht im Grundsatz aus 250 Mitarbeitern. Vor Ort bei den Konzerten werden noch mal 750 Subunternehmer dazugeordert. Dann sind wir bei 1000. Und an den letzten zwei Tagen kommen noch mal 1000 Ordner dazu und Sicherheitsleute. Das heißt also, rund 2000 Leute sorgen dafür, dass ein Stadionkonzert einfach perfekt wird. Stimmt es? Stimmt es, dass Sie in Las Vegas hätten auftreten können und jeder hätte, der vier, hätte am Abend 1 Million Gage gehabt? Ist das wahr? Das soll wahr sein. Die kommen auch natürlich zu deinem Geburtstag, wenn du sie einlädst. Und sie sollten gerade dann in Deutschland sein, aber sie nehmen dann im Schnitt 5 Millionen Dollar. Das heißt also, die großen vier bekommen jeweils 1 Million. Und 1 Million geht dann sozusagen an die... Verteilt sich an den Rest. An den Rest, ja. In dem Fall. Also es wird bestimmt eine runde, schöne Geburtstagsfeier für dich. Ja, solltest aber danach ist nicht mehr viel los dann bei mir finanziell. was mich interessiert, es gibt ja enorme Mythen. Keith Richards zum Beispiel wird nachgesagt, dass er sich in einem bestimmten Rhythmus das Blut austauschen lässt. Also quasi große Inspektion. Ist das Mythos oder Wahrheit? Das könnte vielleicht wahr sein. Ich will es mal so ein bisschen vorsichtig formulieren. Das soll in der Schweiz schon, das soll öfter gewesen sein und öfter gesehen worden sein, auch bei Ärzten. Aber es wird über ihn ja auch gesagt, er würde vieles falsch nehmen, trinken, spritzen und alles das Mögliche, kann ich mir nicht was vorstellen. Passiert. Aber er sagt dann in dem Fall, es kann ja gar nicht so viel falsch sein, denn in der Zwischenzeit leben viele seiner Ärzte nicht mehr, wo er zur Beerdigung war. Also in dem Grunde scheint er ja alles richtig gemacht zu haben. Ne? Wir haben gerade Mick Jagger gesehen, der in, ja, ich meine, nochmal 75, fit wie ein Turnschuh. Ja. Hast du eine Lieblingsanekdote von Mick Jagger? Habe ich an für sich nicht. Also ich muss natürlich sagen, persönlich freut mich das natürlich, dass die Rolling Stones mir die Zusage gegeben haben, dass ich dieses Museum überhaupt bei uns in Lüchow im Wendland entsprechend betreiben darf. Ich bin dutzende Mal im Backstage-Bereich bei den Stones gewesen. Die haben ihre, verzeih, wenn ich unterbreche, die haben ihre Leute, ihre Anwälte nach Lüchow geschickt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, es war der Plattenpräsident und es war der Marketingchef und es waren ein paar Werbestrategen. Das kam, in Lüchow. Das kam allerdings so, dass ich vorher dem Mick Jagger das immer schon erzählt habe, dass ich was vorhabe, dass wir gerne was ausstellen würden, museums-like-mäßig. Ja. Und das hat er dann aber nicht geglaubt. Und als wir in Berlin waren und der Film Shine a Light wurde auf der Berlinale präsentiert, da hat ein Journalist das dann in seinem Artikel geschrieben. Und es ist so, dass für Mick Jagger alle Presseartikel, die über die Stones laufen, vorher oder nachher bei irgendwelchen Auftritten, die werden nachts übersetzt von Übersetzungsbüros, liegen bei ihm morgens vor der Tür. Er liest das und dann las er diese Geschichte von Lüchow und von mir. Er kannte mich ja vorher. Und dann hat er gesagt, okay, da müssen wir mal nachhaken, was da passiert. Denn einige denken ja dann... Und ich schicke meine Anwälte zu Ulrich nach Lüchow. So war es dann. Und New York. New York, Haifische, und Anwälte. Ich habe dann aus meiner Sicht dann meinen Bürgermeister gebeten, dabei zu sein. Und meinen Stadtdirektor und die Marketingfrau. Das war sozusagen dann mein Team. Konnte euch ja nichts passieren. Ja. Nee, konnte nichts passieren. Der Stadtdirektor Schweiß überströmt, weil es kommt der Anwalt, es kommt der Anwalt von Mick Jagger. Nein, I do not speak English. Sehr gut. Aber es war also einfach, um das kurz zu fassen, einfach ein nettes Statement. Wir waren in diesem Supermarkt, den ich ja dann später auch gekauft habe. Und dann sagte Uli, zwei Sachen darfst du nicht. Die Zunge ist Markenzeichen der Stones. Ja. Der Name Rolling Stones ist auch geschützt, darfst du nicht verwenden. In deinem Outfit bist du erkennbar. Nennt euch Stones Fanmuseum. Und die Anwälte bleiben ruhig. So, und damit war das Geschehen durch. Und wir konnten dann den Namen Rolling Stones Fanmuseum. Ich meine, die Stones lieben dich. Man muss sich vorstellen, das ist das Buch, was die Stones gemacht haben zum 50. Geburtstag. Ja, nicht wohlgemerkt, nicht ihres Lebens, sondern ihrer Bandgeschichte. Alle 10 Jahre kommt so ein Buch heraus über die Geschichte der Stones. So, und jetzt die Seite, die musst du mir mal sagen. Gucke. Ja. Und dann haben sie hinten auf einer Doppelseite dich abgebildet. Ach, wie schön. Als,
Also das ist eine echte Verbeugung. Und wenn man jetzt beginnt, du warst Bankangestellter, du hast was richtig Solides gelernt. Hat mein Vater gesagt, ne? Du sollst immer was Vernünftiges machen. Sofern Bankzeiten wie dies noch solide ist. Und dann hast du Ronnie Wood getroffen, einen Gitarristen, der seit 75 dabei ist. Und der hat gesagt, vergiss das Banking, komm zu uns in die Rock'n'Roll-Welt. Ja, kann man sich das so vorstellen? Ich bin an für sich ein ganz normaler Fan gewesen und so bezeichne ich mich heute noch, dass ich auch ein ganz normaler Fan bin. Oh ja. Nur ich habe das Glück gehabt, dass ich mal eine Telefonnummer von Nick Mason von Pink Floyd bekam, weil ich gesagt habe, ich schreibe an die Rolling Stones, die Briefe werden nie beantwortet, die Rückumschläge kommen auch nicht zurück. Hast du mal eine Telefonnummer für mich? Und er gab mir eine Telefonnummer, die er nicht geben durfte. Das war also eine ganz geheime Nummer bei den Stones. Ich habe da angerufen in London. Ich muss nicht unhöflich, ich finde das toll. Aber dass ein Banker aus Lüchow sagt, ich kenne Nick Mason von Pink Floyd. Und dann sagt, den rufe ich mal an. Den rufe ich mal an. So. Und dann sagt Nick, alte Hütte, da kommt mir die Post, dann kriegst du in Lüchow die von Nick Mason von Pink Floyd die Geheimnummer eines Rolling Stones. Das ist schon nicht schlecht. Entschuldige. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Also ich habe dann dort angerufen in London und dann habe ich gefragt, weil ich immer mich schon für die Kunst von Ron Wood interessierte. Ja, Zeichner, weil er auch für sich sagt, ich bin guter Maler, die Hälfte meines Lebens brauche ich für die Malerei und die andere Hälfte für die Musik bei den Rolling Stones oder für meine Soloprojekte. Und für die dritte Hälfte für den Alkohol allerdings. Da ging dann auch ein bisschen was vielleicht mit rein. Und ich habe dann den Drucker kennengelernt in England und nachdem der mich kennengelernt hatte, wurde ich dann vermittelt an den Manager von Ronnie. Kriegte ich eine zweite Einladung nach London zum Manager von Ronnie. Da war ich als Fan ja schon richtig auf hoher Ebene. Was auf seinem Geburtstag dann noch. Gut, und das nächste war dann in dem Fall, dass er dann sagte, ich berichte Ronnie davon. Ja. Er rief mich an und sagte, du, ich feiere ja zweimal einen kleinen Geburtstag. Einmal in London und nach Dublin, wo willst du hin? Ich habe gesagt, London bin ich öfter, komme ich nach Dublin. Ja, Dublin ist... Und da stellte ich fest, dass er zwei kleine Geburtstage feiert, jeweils mit 400 Leuten. Ja, Rolling Stone. Ist klein natürlich, so ein bisschen. Nur die engsten Freunde. Und dann gab es dann einfach so die Begegnung unter dem Motto See you later. Und wir haben uns die Hand gegeben, aber ich wusste dann nicht, dass man auf einer eigenen Geburtstagsfeier dann nochmal einen separaten VIP-Raum hat für die besonderen Geburtstagsgäste. Warst du da? Da musste ich rein und da bin ich dann die Nacht geblieben, weil Ronnie mich dort haben wollte und er wusste nicht, dass es in Deutschland jemanden gab, der sich so für seine Kunst interessierte. So, und das war dann der Moment, wo er dann zu mir sagte, du bist bei der Bank, willst du das bis zur Rente machen oder kannst du dir vorstellen, mit Drogen, Sex und Rock'n'Roll noch dein Geld zu verdienen. Schön. Und dann hast du überlegt? Dann fällt die Antwort leicht. Habe gesagt, Drogen nicht. Das gehört zum Leben dazu in dem Fall. Ja. Und da haben wir uns die Hand gegeben. Und dann war ich dann Galerist. Also so einfach war das dann. Ich musste nur noch am nächsten Montag nach Hause und dann meiner Frau klar machen, dass ich den Beruf gewechselt habe. Ja. Und das mit dem Sex. Und dann bei der Bank war das natürlich auch eine große Überraschung. Ich war, darf man vielleicht sagen, bei der Norddeutschen Landesbank dann. Das sind die nicht gewöhnt. Nee. Und der Personalchef, wir waren eine Bank mit 5000 Mitarbeitern und da rief der Personalchef an und sagte, Herr Schröder, sagen Sie mal, wir haben meistens das, dass jemand nach 30 Jahren Rock'n'Roll noch etwas für die Rente tun will. Dann wollen die zu uns anfangen. Und Sie sagen jetzt nach 30 Jahren, jetzt ist Schluss. Und jetzt gehen Sie zu diesen Typen da in das Rock'n'Roll-Geschehen. Aber es ist gut. Du hast jetzt bist du seriöser als die Nord-LB, weil du bist nicht von da. Genau. Aber du bist nicht nur der Galerist von Ronnie Wood, du hast das Auto von Bill Wyman, dem ehemaligen Bassisten. Du hast ein großes Auto von Mick Jagger. Also du investierst auch. Naja, oder kommen die umsonst? Wir müssen nicht so viel investieren. Das heißt also, Bill Wyman, der ja 31 Jahre der Bassist war, der Band, bei ihm ist es so, dass er nachher seine Lieder nicht spielen konnte bei Mick und bei Keith. Die bestimmen ja, wie die Firma funktioniert. Und er ist dann mit seinen eigenen Leuten, mit seinen Rhythm Kings unterwegs gewesen.
Und da habe ich mich auch gleich angeschlossen. Ich habe den Kontakt nicht verloren, auch zu ihm nicht, der ausgestiegen ist. Bill Wyman ist übrigens der Älteste, der ist jetzt 82 Jahre alt. Ja. Ich habe ihn vor 2 Jahren in Düsseldorf auf der Bühne gesehen. Da macht er aber noch einen kräkelnden Eindruck, muss ich sagen. Was hat er da für ein Instrument? Das ist der Bass. Der hat den Bass immer so gespielt. Ach so, okay. Der stand immer ganz, also Bill Wyman stand immer fast nicht mehr auf der Bühne, ganz und hat den Bass immer so gehalten und hat wie Buster Keaton nie gelacht. Das war sein Markenzeichen. Aber er stand immer. Und, er stand und immer, was bei den Stones in der Zeit nicht selbstverständlich war. Ja, und von ihm haben wir nun rein zufällig dann letztes Jahr, als die Autos getestet wurden in England für eine Oldtimer-Zeitschrift, ein Freund gab mir den Hinweis, du, da ist noch ein 2 Autos von Bill Wyman. Seine Kinder, die letzten aus seiner Beziehung, die sind jetzt 25, 26 Jahre alt und sie haben ihre... Sie haben keine Lust auf diese dicken, fetten Autos. Und dann hat er gesagt, also okay, ich möchte sie in gute Hände geben. Dann habe ich mich darum gekümmert. Super. Und im Endeffekt haben wir sie bekommen. Das heißt also, im Museum kann man jetzt also... Früher London, jetzt Lüchow. Die Lüchow. Autos. Früher London, so, das jetzt Lüchow, kann man sich die Autos angucken. Wie oft hast du die Stones gesehen? Ich glaube 1965 das erste Mal. Ja, jetzt bin ich bei 201 Konzerten, die ich jetzt gesehen habe. Die letzten Konzerte waren jetzt in Europa, in Warschau. Ja. Und davor war Prag. Da sind wir von unserem Museum mit 80 Leuten hingefahren und haben das Konzert dann mitgemacht. Und das war mein 200. Konzert. Und jetzt noch mal zum Museum zurück. Also da kommt ein Mann aus Lüchow, bereist die Welt, um die Stones zu sehen. Macht da in einem ehemaligen Supermarkt ein sensationelles Museum. Bist du mittlerweile an einem Punkt, wo du sagst, dass so ein Museum macht dich reich, macht dich finanziell unabhängig, kommen da Menschen aus aller Welt? Wie finanzierst du das? Was? Also die Menschen, die kommen aus der ganzen Welt, das ist wirklich so. Bei uns kommen Leute aus Las Vegas, die feiern ihren 50. Geburtstag. Nicht? Wir haben das russische Fernsehen bei uns zu Gast. Nicht? Wir haben Leute aus Japan, aus Indien, die einfach in die Geschichte der Stones eintauchen, die von uns aber dann natürlich weiterfahren nach London. Oder die auch zum Beispiel die Grabstätte von Brian Jones sehen wollen, der ja 1969 verstorben war. Aber nicht in Lüchow. Und, nein, nein, die weiterfahren. Die weiterfahren. Nicht? Das war was in Lüchow. Jetzt fragen wir, was das mit nach England. Ja. Okay. Und, also, und man kann auch, glaube ich, heiraten bei euch. Ne? Ihr macht auch Familienfeste, also das ist so für die zweite Ehe, für die dritte Ehe, für die Eltern. Ich wollte gerade sagen, die zweite Ehe wird wahrscheinlich bei euch eher geschlossen. Es geht quer durch. Man darf uns mieten und man kann uns gerne besuchen. In Lüchow. Ulrich Uli Schröder. Herzlichen Dank. Danke. Ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders auf mein nächstes Gespräch, weil tatsächlich, wenn du bei uns bist, ist es immer so, dass alle mitdiskutieren. Jeder hat eine Frage. Ich bin mir sicher, auch du wirst gleich noch mal nachfragen, denn sie weiß tatsächlich alles, wenn es um den gut geführten Haushalt geht. Ja. Und da sind wir natürlich alle interessiert. Inzwischen geht es ja nicht nur die Frauen an, sondern eben auch die Männer. Also unsere Zielgruppe hat sich zu 100% sozusagen verdoppelt. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Yvonne Willix ist danke, da. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Die Gleichberechtigung in der Reinigungssituation ist in Hubertus Leben noch nicht so ganz angekommen. Hubertus hat sich der Sache sehr theoretisch genähert. Ich bin der Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Ich musste zu Hause staubsaugen und abwaschen. Und du liebst Staubsaugen. Und ich habe das auch gern gemacht. Also liebst Staubsaugen? Ja, ich liebe und Schuhe putzen. Staubsaugen und Schuhe putzen würde ich für die ganze Nachbarschaft. Aber bist du auch käuflich, sein, ne? Ja, also ich gehe auch zum Nachbarn und sage, darf ich mal saugen? Darf also ich ist gar kein mal Thema. Gibt es irgendwas, was du besonders gern im Haushalt machst? Es gibt ja so Sachen, die machen richtig Spaß und andere Sachen, die sind wahnsinnig doof. Also tatsächlich bügele ich tatsächlich wirklich gerne. Das finde ich schön, weil man da direkt ein Ergebnis hat. Ne? Also, ja, beim Staubsaugen, ja, so dreckig lasse ich es ehrlich gesagt nicht werden, dass man beim Staubsaugen so ein Mega-Erlebnis hat. Hätte man auch netter sagen beim Bügeln finde ich halt schön, ne, dass du direkt siehst, es wird glatt. Und ich mag auch total gerne beim Backen, dass ich die unterschiedlichen Zutaten, ein Ei und Zucker, wenn ich das zusammenbringe und dann aufschlage zu was ganz anderem verformen, dann ist es eine schaumige Masse, dann packe ich noch ein bisschen Mehl drunter, packe das in den Ofen und dann wird dann Kuchen raus. Das finde ich super, das ist wie Magie. Aber das hat nichts mit Putzen zu tun, oder? Nee, aber ich kann auch alles außer Putzen. Also es ist nicht nur Putzen, ich bin, wie meine Tochter immer sagt, sie sagt das bestimmt wieder 8-mal, ich bin ja Verbraucherjournalistin, ich kenne mich bei jedem Thema aus. Ja, das ist doch schon mal gut, das werden wir auch gleich so richtig durchbenutzen. Wie sieht bei euch die Arbeitsteilung im Haushalt aus? Oder sah sie aus in der WG? Alles, oder? Kommt drauf an. Wenn der Mülleimer voll ist, dann... Wir haben einen Plan. Mhm.
wer wann was machen muss. Das ist gut. Als wir noch einen Hund hatten, war es wesentlich schwerer. Ne? Aber man konnte sich dann natürlich auch immer so ein bisschen, diejenigen, die mehr Bock auf Bewegung hatten, sind dann irgendwie einmal im Block, während die anderen vielleicht mal ein bisschen gesaugt haben. Aber Fenster geputzt habe ich das ja nie. Ach, Fenster putzen. Die Frage ist, Ben Zucker wohnt alleine. Wie geht Ihnen die Organisation des Haushalts von der Hand? Sehr gut, würde ich sagen. Also eher ein Er wohnt ja auch alleine, ne? Kann ja auch niemand bezeugen. So. Naja, aber organisiert, Spontanputzer oder auch nach Plan, wie bei Martin? Ich bin tatsächlich sehr organisiert und sehr, sehr ordentlich. Und man kann von mir, bei mir zu Hause vom Boden essen, ganz klar. Liegt genug rum. Kann man das von Ihrem Fußboden auch behaupten, dass man vom Boden essen könnte? Nein. 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 Ist er denn nie zu Hause? Die dreht doch immer den Hecker die ganze Zeit. Nie da. Bei mich putzt die Mama vom Stefan. So, jetzt aber mal, jetzt wollen wir mal ein bisschen zum Punkt kommen. Ja, man denkt ja an vielen Punkten im Haushalt, es ist alles sauber und fühlt sich sauber an, aber tatsächlich verstecken sich Schmutz und Bakterien ja manchmal an den unmöglichsten Stellen. Wo werden wir manchmal getäuscht über unsere eigene Sauberkeit? Pass auf, also erstmal geht es ja um das eigene Schmutzempfinden. Ne? Das ist ja in der WG gerade auch das Problem. Mathieu lacht sich gerade kaputt, was auch immer. Wir fragen gleich nach. Das Ding ist ja, meine Mutter sagte immer, ein bisschen Schmutz ist gut für das Immunsystem. Das stimmt auch und da komme ich jetzt auch gleich zu. Weil aber man sollte sich fünfmal am Tag die Hände waschen. Man muss 90% aller Infektionen kommen von Hand-zu-Mund-Bewegung. Ja, also Hände waschen ist tatsächlich ein guter Tipp, wenn es darum geht, dass man nicht erkältet sein möchte, keine Lebensmittel verschwenden. Stehende putzen ist gut beim Knutschen und so. Was überhaupt nicht sein muss, sind diese ganzen Hygienereiniger, die uns so im Laden angeboten werden, die uns suggerieren, boah, wenn du damit putzt, hast du 99% aller Keime weg. Das ist alles totaler Quatsch. Genauso wie Hygienereiniger in der Waschmaschine braucht man wirklich überhaupt nicht. Die meisten Keime, die es im Haushalt gibt, kriegt man mit ganz normalem Reinigungsverhalten weg. Okay. Wenn man nicht krank werden möchte, dann sollte man darauf achten, was Mathieu sagt, dass man sich oft die Hände wäscht, damit man sich nicht gegenseitig ansteckt. Und man muss wissen, dass es im Kühlschrank mehr Keime gibt als auf der Toilette. Weil die Leute den Kühlschrank seltener sauber machen als das Klo. Auf dem Klo wird halt viel mehr gereinigt als jemals im Kühlschrank. Das ist tatsächlich so. Echt? Ja, haben wir. Auch wenn keine Tierprodukte drin sind. Auch wenn keine Tierprodukte drin sind. Du schleppst ja auch was ein in deinen Kühlschrank. Deswegen darf man den durchaus ab und zu mal säubern. Gerne mit ein bisschen Essig, weil Bakterien das saure Milieu nicht mögen. Da sagst du was. Die meisten, was sagst du? Da sagst du was, nee, ich denke auch gerade über meinen Kühlschrank. Über deinen Kühlschrank. Ja, die meisten. Johann, hallo. Ich mache jetzt seit ungefähr 12, vielleicht sogar 13 Jahren Verbraucherfernsehen und ich habe angefangen mit dem Kühlschrank sauber machen und ich bin mir hundertprozentig sicher, meine letzte Matz im deutschen Fernsehen wird auch was zum Thema Kühlschrank machen, sauber machen sein, weil das finden die Leute irgendwie cool. Jetzt erzähle ich das und die gehen sofort an ihren Kühlschrank und denken, scheiße, ich habe das schon lange nicht gemacht. Und dann sage ich noch, da hinten ist so ein kleines Löchlein und jetzt lacht der Tür gleich wieder. Und dann gehst du mit dem Wattestäbchen rein und dann kriegst du eine halbe Schlangengurke und dann, wenn du es rausgemacht hast, dann vereist der auch nicht mehr. So. Und das machen die Leute sofort. Das ist tatsächlich so. Mit dem Wattestäbchen? Wo ist das Löchlein? Das habe ich auch lange nicht gewusst. Das hast du lange nicht gewusst. Das ist direkt hinten. Das Tauwasser läuft hinten an der Wand runter. Und auch wenn du so einen modernen Kühlschrank hast mit den Klimazonen, auch da kannst du die Schubladen rausnehmen und da hinten ist ein kleines Löchlein. Und wenn das zu ist, hast du ein Riesenproblem. Wieso sagen die Kühlschrankhersteller das nicht? Das sagen die einfach nicht, weil die sofort einen neuen Kühlschrank verkaufen wollen. Ja, glaube ich. Yvonne, du hast ja was mitgebracht. Ja, ich habe was mitgebracht zum Thema Nachhaltigkeit. Weil ich, in Gottes Namen gebe die Avocado zu mir rüber, dann habt ihr ein bisschen Platz. Nicht schon wieder essen. Nee, gar nichts zum Essen. Also ich beschäftige mich tatsächlich ganz viel in meinen Sendungen mit Nachhaltigkeit. Ich habe noch kein anderes Wort dafür gefunden, was ein bisschen mehr sexy und Instagram-mäßig unterwegs ist. Die Industrie suggeriert uns, dass wir für jeden Fleck ein eigenes Putzmittel bräuchten. Ja? Und dann verkauft die uns das sofort in Riesenflaschen für teuer Geld. Tatsächlich gibt es nur ganz wenig Verschmutzungsarten im Haushalt. Eine Verschmutzungsart ist Kalk. Die hast du in deinem Badezimmer und das geht mit einer Säure weg und die andere ist Fett. Und das sind die hauptsächlichen Verschmutzungsarten. Stroh hilft ganz oft, wenn man sich fragt, warum liegt hier Stroh rum, das saugt halt Feuchtigkeit auf. Wie ist es mit Feinstaub? Und die Feinstaub ist eine Problematik tatsächlich. Da musst du relativ einen guten Staubsauger mit einem vernünftigen Filtersystem haben. Jetzt kommt aber ganz
ganz kurz, darf ich ganz kurz dabei bleiben, um euch nicht zu verwirren. Also man braucht nicht so viele Mittel, wie es der Handel sagt, sondern du kommst mit einer Säure, einer Zitronensäure, einer Essigsäure gegen alle Kalkflecken an. Du brauchst eine Tensid oder ein Waschsoda, um Fette zu lösen. Und alles andere lässt sich meistens mit Wasser ablösen. Und ich sage mal, putzen hilft. Also irgendwas wegmachen hilft. Das nicht so lange anbappen lassen, bis es sowieso nicht mehr weggeht. Das habe ich ja nicht gesagt, dass es bei mir ist. Bei mir macht das ein bisschen, mir macht das ein bisschen komisch, wenn du sagst, du hast ein Erfolgserlebnis beim Staubsaugen, weil eigentlich sieht es ja immer gleich aus. Außer du hast so riesendicke Staubflusen, weißt du? Die habe ich natürlich nie. Aber wo ist denn jetzt, also wenn so, man jetzt, bist du fertig? Oder? Nee, ich geht ja erst los. Ich habe erst losgelegt, aber du darfst gerne eine Frage. Nein, Frage. Alle Frauen sind jetzt so. Ich bin auch interessiert. Aber auch Mathieu und ich passen uns den Zucker, wir passen ganz genau auf. Und du kannst dir sehr, sehr einfach, einen ganz einfachen Allzweckreiniger zusammenmischen, indem du ein wenig Wasser nimmst, also mehr Wasser als alles andere, dann packst du ein bisschen Spüli mit dazu, dann gibst du bisschen Säure mit rein, auch weil es eine antibakterielle Wirkung hat. Und dann hast du schon einen wunderbaren Allzweckreiniger, mit dem du so gut wie alles sauber kriegst. Und du brauchst wirklich diesen ganzen Schnickschnack, den die dir kaufen, nicht. Mhm. Es reichen 5 Zutaten, wie sie hier jetzt stehen. Wie bei stehen. Johann in der Küche. Ja, man muss zurück. Das ist so, du musst zurück auf wenige Mittel gehen, auf wenige Inhaltsstoffe gehen, damit eben auch unsere Gewässer, unsere Kläranlagen nicht so belastet sind. Denn in allen, ganz kurz, in allen Produkten, die man so kaufen kann, da sind ja auch noch unheimlich viele Duftstoffe drin. Ich glaube, das war eine Frage. Ja. Okay. Ja. Ben, wir müssen ja mal die Wohnung durchgehen. Wir haben jetzt über Küche geredet und wir haben jetzt begriffen, nur 3 Produkte braucht man und alles andere ist Quatsch. 5. Aber wenn jetzt, dadurch ich jetzt gelernt habe, die Toilette ist im Grunde die geringere Keimschleuder als der Kühlschrank, was eine abenteuerliche Vorstellung ist. Ja. Was macht man denn nun, du solltest das, was ist die größte Keimschleuder im Bad? Die größte Keimschleuder im Bad ist tatsächlich, wenn du diese Seifenschale hast, die du seit 100, weißt du, was ich meine, die du seit 100 Jahren nicht sauber gemacht hast und da klebt immer noch dieses Seifenstück drin, das ist tatsächlich auch eine Keimschleuder. Und die allergrößte Keimschleuder ist dieser Lappen, den du so irgendwo hast und dann denkst du die ganze Zeit, sag mal, was müffelt hier eigentlich so? Und dann ist es dieser Lappen, der zusammengekleistert, schön in so einer Aura vor sich hingeschimmelt hat. Eine Erfahrung, die ich nicht gemacht habe. Nein, das kennt ihr alle gar nicht. Darf ich ganz kurz noch einen Tipp sagen wegen des Müffelns, weil ich da eben auch ganz oft nachgefragt werde, sehr gerne. Werde ich oft gefragt im Badezimmer, wir machen andauernd sauber und es müffelt die ganze Zeit. Das liegt am zu viel Reinigungsmittelauftrag und man hat es nicht abgewischt. Weil die Werbung suggeriert das Aufsprühen, einmal wischen und dann ist alles gut. Da bleibt ja das ganze Reinigungsmittel permanent auf deiner Armatur klitschen. Und das machst du beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Und es frisst die Armaturen auf. Und wir haben Hotelfachfrauen gesagt, du sollst das wirklich immer mit viel Wasser alles abnehmen, damit das Reinigungsmittel selber nicht... Nächste Frage, wie reinigt man Heizkörper? Heizkörper reinigst du, indem du ganz einfach unten einen Staubsauger nimmst, unten reinbläst und oben ein feuchtes Tuch drauflegst. Bläst? Und dann, wie geht das? Ja, einfach reinpusten. Aber wie kann ich denn mit dem Staubsauger Ich hab das falsche Wort also, benutzt. Einfach Luft. Du nimmst, du packst den statt Staubsaugerrohr unten rein und machst zwischen oben... Saugen und Blasen ist schon ein Unterschied. Nein, du musst... Da entsteht so eine Zirkulation. Also wahrscheinlich bläst man am Ende, obwohl man eigentlich saugt. Das ist jetzt mal eine... Nein, du musst das Rohr abmachen vom Staubsauger. Komm, jetzt lass uns was anderes sagen. Frau Schöneberger hat in der Redaktionskonferenz vor allen Dingen... Fliesenfugen. Wie macht man Fliesenfugen sauber? Bei Home Shopping Europe gesehen, das mit einem Dampfreiniger. Und da habe ich wirklich so, ich bin sofort in den, mit einem Dampfreiniger, haben die sozusagen da so drum und dann ist der Dreck nur so aus dem Fugen rausgelaufen. Und dann dachte ich mir, das mache ich auch, habe ich mir ausgeliehen im Baumarkt. Hat nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht, bei mir ist gar kein Dreck rausgelaufen. Dann war ich erst enttäuscht, dann aber glücklich, weil ich dachte mir, ich hätte ja ein Problem, wenn aus meinen Fugen jetzt in der Dusche die ganze Zeit der Dreck rauslaufen würde. So, das ist natürlich schön. Eigentlich für mich. Du hast gar kein Schimmelproblem in deiner Dusche. Ich denke nicht. Hat man ein Schimmelproblem in seiner Dusche, merkt man das durch diese komischen Flecken. Bei Silikonfugen kriegst du das nie wieder raus. Weiße Fugen auch schwierig. Ansonsten Schimmel, alkalischer Reiniger, Waschsoda auflösen, in ein bisschen Wasser gut durchschütteln, ein bisschen Spüli einwirken lassen. Indem du
indem du einsprühst, ein Küchentuch dran pappst, wieder einsprühst und dann 2 Stunden hängen lässt. Aber und dann wir sprechen schon, abnehmen. Also da muss ich aber einige Küchentücher abreißen, ja, genau, die Dusche ich weiß nicht, was du für eine riesenhafte Dusche hast, aber meistens ist das Problem ja partiell. Okay. Weiter verfolgen diese ganzen Tipps. Das ist spannend, oder? Ja, ich liebe also das. Also ich denke, das ist hast du einen Podcast? Ich kann den Podcast machen. Darf ich euch mal ich schwöre, das ist bitte. Johann Lafer möchte also. Ich möchte jetzt mal als Koch einen Tipp geben. Ja, bitte. Ich habe sie kennengelernt. Ja. Er hat mich kennengelernt und jetzt geht's mit und ich habe mit ihr zusammen etwas sauber gemacht. Ja. Ich muss sagen, seitdem ich sie kenne, bin ich ein totaler Fan von dem sogenannten Putzstein. Ja, das stimmt. Putzstein ist so ein weißer Stein mit so einem Schwamm. Mhm. Und ich schwöre euch eins, ich bin verliebt in dieses Putzstein. Ich habe ihn nicht selber auf dem Markt gebracht, aber nein, die was ist Schwamm? Ist das dieser Schwamm der Radiergummi oder was? Nein, das ist so eine Dose mit so einem weißen Pulver genau. drin oder so einem weißen Schwamm. Und dann putzen. Das ist ein Traum. Ich schwöre dir eins, das ist so. Nein, das hat so eine Zerranfeld. Ist wie ein Peeling. Ist wie ein Peeling. Du kannst am besten Zerranfeld glatte Flächen damit sauber machen. Fliesen. Du schäumst das Ganze ein bisschen auf. Fliesen machst du sauber, Edelstahl machst du sauber. Diese ganzen Kühlschränke, die sofort immer Fingerflecken kriegen, kannst du damit säubern. Putzstein ist ein super Mittel der Wahl. Nein, das ist so ein Podcast. Ich sollte einen Podcast machen. Ja. Ich glaube, ich bin zu alt für Instagram. Nein, du doch nicht. Ihr würdet das alles angucken. Pass auf, nächste Frage. Das Loch, das Überlaufloch im Waschbecken unterm Hahn. Das über, wie, also damit man das verhindert. Dass das über. Wie reinige ich das? So, jetzt ist ja erstmal die Frage, wenn dieses. Ich muss es wieder. Ich bin schon wieder in deinem Haushalt. Wenn dieses Überlaufloch so Hugo. Schwarz ist, dass man es auf einmal merkt, dann hat man da lange nichts dran gemacht. Das ist bei mir nicht der dann Fall. Dann kann man da wieder mit dem Wattestäbchen beigehen. Und dann darf ist ich ganz. Besser, wenn man stell die Frage als Anwalt des Publikums. Ich lässt oder saugt? Da braucht man jetzt. Da muss es einwirken. Also lang einwirken. Muss lange das Ganze. Das mache ich gerne. Genau, weil je länger die Chemie wirken kann, das sind bei den Alltagsdingen. Also unsere Jugend, die ist komplett blöd gelassen worden, in der Schule, aber auch von den eigenen Eltern. Ich finde es also wirklich bemerkenswert, dass ganz junge Leute sagen, ich soll jetzt mal einen Podcast machen, wie man die Haare aus dem Waschbecken rauskriegt. Das hast du halt früher hast irgendwie so mitgekriegt. Ich habe 3 Kinder tatsächlich. Kommen zu Wort, Mann? Meine Kinder kommen auch zu Wort, aber ich bin ja, also ich bin jetzt, ich bin ja eingeladen worden, um viel zu erzählen. Absolut. Ich habe so viel Inhalt. Weißt du, was mich tatsächlich interessiert? Ja. Man liest ja jetzt immer mehr, also wir wollen ja alle was für die Umwelt tun und mit deiner nachhaltigen Reinigungsmittelherstellung sind wir ja schon einen großen Schritt weiter. Jetzt kommt einer aus der Obereifel, irgendein pensionierter Grundschullehrer, der gleich wieder sagt, dann ist aber alles Chemie. Ja, das ist auch Chemie, natürlich. Alles, was uns umgibt, ist Chemie. Das muss auch bedacht eingesetzt werden. Und das ist das Gute, wenn du es aus der selber machen kannst, dass du halt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, sondern auch nur die Verschmutzung so wegbekommst, wie die tatsächlich angedacht ist. Aber es gibt doch immer irgendjemanden, der sagt, ja, aber und du benutzt kein Plastik, aber dafür fliegst du irgendwie. Ja, man kann aber irgendwo anfangen. Da müssen wir uns drüber hinwegsetzen. Und wenn hier steht, natürlich und hygienisch, dann würde ich das auf jeden Fall lieber benutzen. Also was mich interessiert ist, ich habe jetzt gehört, wenn ich meine Turnhosen wasche, ich mache ja sehr, sehr viel Sport und da ist ja Lycra drin. Aus gegebenem Anlass. Was ist da drin in der Turnhose? Lycra. Meine Lycra und Elastan. Die Stoffe, die ich trage, müssen dehnbar sein. Halten wir davon, dass man die in Zukunft in einem Waschbeutel waschen soll, damit Mikroplastik nicht ins Wasser gelangt? Ja, das ist ganz eine spannende Geschichte, weil Mikroplastik macht große Probleme in unseren Gewässern. Also man hat wahnsinnig viel Mikroplastikfasern gefunden in Fischen auch, die eben in den Kläranlagen nicht rausgefiltert werden. Es gibt solche Beutel, die man für teuer Geld kaufen kann. Allerdings musst du die Mikrofaser dann rausfischen und die geht dann in den Restmüll und wird dann wahrscheinlich in die thermische Verwertung, also in die Müllverbrennung gehen. Was jetzt vielleicht auch nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Tatsächlich ist es nach heutigem Stand besser, so wenig Mikrofaser wie möglich zu verwenden. Und es gibt einen großen Trend von Menschen, die auch wieder anfangen, ihre Putzlappen selber zu machen, entweder zu häkeln, zu stricken oder wie ganz früher, vielleicht kennt das der ein oder andere, aus dem alten Unterhemd hast du halt einen super Baumwolllappen gehabt. Ich nehme meine alten Unterhemden. So, wollte ich gerade sagen. Ich wollte nicht sagen, wahrscheinlich kennt das ein Alter, aber du natürlich. Mama hat mir damit immer die Mundwinkel dann so. Ja, und das
das fusselt halt nicht mehr und da kriegst du alles mit glatt poliert. Das ist dann so ein Mikrosoft-Tuch, aber jetzt nochmal, was mache ich mit meiner Sporthose, die ich ja schon besitze? Da ist ja definitiv was drin. Soll ich die jetzt in so einen Beutel machen? Wenn du so einen Beutel kriegen kannst, nimm die in so einen Beutel auf jeden Fall. Und was macht denn der Beutel? Verhindert das Mikroplastik ins Wasser geht? Ja, weil der so dicht gewebt ist, dass das Mikroplastik nicht rauskam. Es bleibt also dann tatsächlich ganz viele Flusen in dem Beutel. Der Dreck geht raus, oder wie? Der Dreck geht raus. Der Dreck geht raus. Siehst du mal, also Yvonne, ich bin dir wirklich über die Maßen dankbar. Ja, du merkst es, es ist tatsächlich ein Thema, was alle interessiert. Ich glaube, es ist immer so und ich habe viel zu wenig Zeit. Ach, nein, ja. Du hast wieder 100.000 Fragen gestellt. Ja. Toll, dass du bei uns bist. Yvonne Willig. Ich brauche eine Punktlandung. Vor zwei Jahren kannte ihn wirklich noch niemand. Und heute füllt er die Arenen und ist Dauergast in den Charts. Er ist ein echter Senkrechtstarter. Er hat mit Helene Fischer eine Stadiontour gemacht, meine Damen und Herren. Freut sich auf den Sänger, den Musiker, den Star Ben Zucker, meine Damen und Herren. Ben, Doppelplatin für dein Debütalbum. Zwei Echo-Nominierungen. Die goldene Henne, 50 Millionen YouTube-Views. Wie oft hast du dir in den letzten Wochen und Monaten in den Arm oder wo auch immer hingezwickt und dich gefragt, ist das alles wahr? Ja, diese Frage versuche ich mir sehr oft zu beantworten. Und es ist mittlerweile so, dass ich feststellen muss, dass mein Verstand zu klein ist und auch bleibt, ganz klar. Genieße es einfach nur und bin dankbar dafür, dass ich das so machen darf. Ja, und das ist Interesse und so tolle Fans haben, das so machen zu dürfen, ganz klar. Alle Künstler, die erfolgreich sind und so erfolgreich sind wie du allemal, haben die Angst, irgendwann gibt es einen Strömungsabriss. Irgendwann ist das vorbei. Hast du nicht? Nö. Ne? Ich mache sowieso Musik, ist eh mein Herzschrittmacher und um am Leben zu bleiben, muss ich eh Musik machen. Und deswegen, also Musik ist sozusagen die Basis deines Glücks. Du bist nicht nur von einem ganz großen Publikum entdeckt worden und geliebt worden, sondern auch von Helene Fischer. Sie hat, ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, auf die Stadion Tournee mitgenommen und dass ihr wirklich wunderbar harmoniert. Das können wir jetzt mal dem Publikum zeigen. Lord, it's close up where we belong. Where the eagles cry on the mountain high. Lord, it's close up where we belong. Far from the world we know. Where the clear winds blow. Och, das ist einfach schön. Sie wissen ja, im Original hat das Joe Cocker gesungen. Der war kurz vor seinem Tod noch bei uns. Wir erinnern uns gerne an ihn. Er war stolz auf dich. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass Ben Zucker seinen Titelsong dabei hat. Er hat die Gitarre auch dabei. Er hat sich schon mal hingesetzt. Sein Titelsong dabei, seiner neuen CD. Und der Song heißt Wer sagt das? Ben Zucker! Ja. Ich hab einen Traum. Und halte dran fest, wenn's unsere Zeit gibt, dann ist sie das jetzt. Ich will nicht mehr warten, ich will was riskieren. Mit dir, du für mich, ich für dich, bis ans Ende unserer Tage. Du für mich, ich für dich, weil wir uns immer wieder sagen. Wer sagt, es ist falsch, auf sein Glück zu vertrauen? Wer sagt, man kann nicht nur auf Hoffnungen bauen? Wer sagt, was gut und was richtig ist? Wer sagt das? Wer sagt das? Wir sind hier, wir sind wir. Das ist alles, was jetzt zählt. Wir sind hier, wir sind wir. Für uns ist es nicht zu spät. Ben, ein großartiger Song. Und wenn man dich jetzt so sieht, wir werden doch gleich noch eine Matz mit Bonnie Tyler einspielen, wo du sensationell performst. Aber wenn das alles begann mal, du bist zwar in Berlin aufgewachsen, aber in Ueckermünde, in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Bist du noch oft da? Fährst du noch ab und zu hin? Ja, sehr gerne.
Tatsächlich sehr, sehr gerne, ja. Da begann alles. Dort habe ich meine ersten deutschen Sachen geschrieben und bin damit nach Berlin dann damals zurück. Wurde aber nicht für gut befunden, aber ich wusste, dass ich Deutsch singen will. Und das war schon mal ein schöner Anfang für mich. Und bin sehr gerne dort, weil ich... Hast du noch Freunde dort? Ja. Mein bester Freund, also mein Blutsbruder wohnt dort. Meine Lieblings-Minigolfanlage ist dort, das Wasser ist dort. Die Lieblings-Minigolfanlage! Als sei das das Lieblingsrestaurant nochmal? Aufgewachsen bist du aber nicht dort, aufgewachsen bist du in Ost-Berlin? Genau, Berlin-Mitte. Berlin-Mitte? Ja. Und ihr seid kurz vor Mauerfall noch geflohen. Genau, ja. Da warst du ganz klein. Fünf. Fünf Jahre. Mhm. Wie hat deine Mutter, an der du sehr hängst und der du auch ein Lied, schon erwähnt, ein Lied gewidmet hast, wie hat deine Mutter, wie haben deine Eltern dir diese Flucht verkauft? Naja, also als abenteuerlustigen Moment, beziehungsweise war eine Abenteuerreise, ja. Ja, aber glaub ich, habe heute noch so, das, ja, wenn man klein ist, ich war ja damals noch ein kleiner Indianer, wurde immer geschminkt, bevor ich schlafen gegangen bin, habe in so einem kleinen Tipi-Zelt geschlafen, wurde eines Morgens dann geweckt von meiner Mom und sie meinte dann zu mir, Benni, wir müssen jetzt mal los. Wir fahren jetzt zu dem Onkel hinter den Bergen und wir machen eine kleine Reise. Ja. Okay. Und dann hat sie mir so eine Kuckucksuhr gezeigt und diese Uhr, die schenken wir jetzt dem Onkel. Und da fahren wir jetzt hin. Und mein Vater hat schon alles vorbereitet. Ich habe dann noch meine letzten Indianer und Cowboys zusammengepackt. Hatte so einen kleinen Saloon quasi so im Zimmer und habe dort immer gespielt. Und dann sind wir losgefahren, ja. Mit dem Trabant meiner Eltern, ja. Und wie war dann für dich diese Flucht? Also wart ihr mal in Gefahr oder hast du gespürt? Ich meine, man spürt doch als Kind, ob Eltern nervös sind. Oder? Diese Reflexionsansätze gab es dann so mit 14. Dann konnte ich mich erinnern, also daran zurückerinnern, als ich feststellte, da hat Mama einen dreckigen Pullover angehabt. Oder da sah sie aber skeptisch aus. Oder mein Vater war unsicher. Das gab es dann schon, klar, ja. Aber zu dem Zeitpunkt haben sie es tatsächlich so verkauft. Natürlich habe ich mich gewundert, in Heuballen zu schlafen oder im Wald zu schlafen. Das war natürlich dann irritierend für mich, ganz klar. Aber ihr habt es geschafft. Ja, immer nur in der Nacht sozusagen laufen. Also wir standen erst ursprünglich im Stau. Mein Vater hatte dann die Idee, eine Abkürzung zu nehmen durch den Wald. Und dort hat sich das Auto dann festgefahren. Oh, konnten dann also nicht weiterfahren. Dann hat mein Vater ein Müllauto, also so ein Müllabfuhrauto besorgt. Der hat uns dann rausgezogen. Der Auspuff ist allerdings abgefallen. So, und dann sind wir ungefähr noch 2 Stunden ohne Auspuff weitergefahren. Mein Bruder war damals aber 2 Jahre alt. Ganz unauffällig. Wie so ein roter Pfeil. Und ich weiß gar nicht, aber ich kann mich an diesen Sound noch erinnern, weil der Trabi war irgendwie dann ohne Auspuff extrem laut. Mein Bruder hat natürlich geweint, das fand er natürlich irritierend. Ich auch, wir alle. Und dann sind wir ausgestiegen und haben das Auto dann stehen lassen. Auch alles, was wir noch so hatten an so Reisegepäck. Ja. Also, dass man eben noch so. Dann hatten wir die letzten 3 Tage nur noch das an, was wir anhatten. Ja. Träumst du manchmal davon? Gibt's so Bilder? Hin und wieder, ja. Also Maisfelder, von Maisfeldern tatsächlich. Als ich noch so klein war, dann schaue ich teilweise nach oben, sehe noch so diesen Mais oben wachsen. Ihr seid im Schwarzwald gelandet dann? Mhm. In Leichingen, der ist der Ort. Leichingen. Wo war das Ziel jetzt gerade? Schwarzwald. Eigentlich tatsächlich nur eine Straße auf der anderen Seite der Mauer. Mhm. Und da war es irgendwie... Nee, in dem Fall West-Berlin, da wollten wir hin. Ach, doch West-Berlin. Doch Berlin. Ja, ja, ja. Aber, ach, das war der Ursprungsgedanke. Dann und durch Tschechien, dann Ungarn, Budapest war dann das Auffanglager zum Schluss. Mhm. Da waren wir dann am Ende, ja. Und da, von dort aus sind wir dann auch... Wir machen mal einen Sprung. Du hast denn, bist wieder zurück nach Berlin, hast dort das Abitur gemacht, glaube ich. Mhm. Und hast aber gesagt, es war ganz klar, ich will mein Leben mit Musik. War mir immer wichtig, ja. Ich wusste, also mit 14 war klar, ich will nur Musik machen. Und ich wollte, es war mir immer wichtig... es zumindest probiert haben. Also ja. Es gab so, mein Bild war immer, ich wollte nie irgendwie so beispielsweise 52 werden oder so und dann in so einem Plattenbau wohnen und dann irgendwie mit, ja, so am Fenster lehnt, auf so einem Kissen, so semi-besoffen und dann irgendwie runterbrüllen und allen die Schuld geben für mein Leben. Das wollte ich nicht. Und mir immer vorwerfen, irgendwie, ich habe es ja nie so richtig zu Ende gebracht, nie probiert. Und ich wollte, bis einer sagt, halt deine Schnauze, geh uns hier nicht auf den Sack, lass uns hier in Ruhe mit deiner Musik, ja, lass uns hier einfach in Frieden, mach was Anständiges, geh lernen oder studiere oder so, dann hätte ich gesagt, okay. Aber ich wollte es für mich einmal probiert haben, um... Du hast dich durchgebissen, also nicht vom Tellerwäscher, Johann, aber vom Kloputzer, Yvonne, bis zum Millionär, gilt ja, du warst hier für nichts zu schade. Du hast wirklich gesagt, ich will das, ich will nur das. Und wie weit ich das getragen hat, es gibt eine wunderbare Matz mit Bonnie Tyler, die es sich lohnt, mal anzugucken. Da sieht man, vor welchen Arenen du mittlerweile auftrittst. Nicht nur mit Helene, sondern auch mit ihr. Total Eclipse of a Heart. Wir schauen mal rein. Was du erträumst, wird Wahrheit sein. Nun,
Nun will es der Zufall, dass dieser Song, Total Eclipse of a Heart, ein Lieblingssong von Barbara Schöneberger ist. Und von meiner Mutter. Und jetzt böte es sich natürlich an, nachdem Barbara musikalisch, sagen wir mal, aus dem Gröbsten raus ist, man kann sagen... noch nie im Gröbsten drin war. Man kann sagen, sie hat in einer früheren Talkshow mal ein Duo gemacht, wo ich dachte, wenn du nicht ein Weltstar bist, macht dein Management was falsch. Also euch beide jetzt mal mit Total Eclipse auf der Haar zu sehen. Mit It's a Heartache. Mit It's a Heartache richtig. Zu sehen. Euch beide mal mit It's a Heartache zu sehen, finde ich eine sensationelle Idee. Kann er das überhaupt? Das ist ja ein anderer Song. It's a Heartache. Soll ich das spielen auf einer Gitarre? Kannst du das denn? Ja, mal kurz probieren, glaube ich. Probier's mal eben. Oh. Dankeschön. Mensch, da hole ich ja mal mein Mikrofon unterm Tisch. Oh. Vielleicht gib dir mal drei Takte vor. Nee, da muss die erste Strophe singen. Du musst die erste Strophe singen. Du kommst als Bonnie Gast. Tyler-mäßig hinten rum. Als Gast zur zweiten. Willst du im Sitzen singen? Ja. Ja, Text, natürlich. Text, was ich mache. It's a. Ich hab ihn hier. It's a heartache. Ihr könnt alle mitsingen, das würde uns helfen. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love him till your arms break. Then he let you down. Go. Super! Ben Zucker ist hier und wir freuen uns sehr. Sie haben sich ja über den Abend schon das ein oder andere Mal eingemischt. Deswegen brauche ich Sie gar nicht mehr besonders vorzustellen. Was uns nur tatsächlich besonders freut, ist, dass Sie nach 14 Jahren Totalabwesenheit wieder auf die Bühnen Deutschlands zurückkehren. Erkan und Stefan sind bei uns. Als ich euch vorhin das erste Mal gesehen habe, so, ist mir aufgefallen, ihr habt euch gar nicht verändert. Wie habt ihr es geschafft, euch so einzufrieren? Ich bin jünger geworden. Krems, weißt du? Ja, Krems. Okay. Krems Fresh. Insta-Tipps von mir. Ja. Instagram. Im Zweifel viel wahrscheinlich Sex, Soda. Viel Sex, viel scharfe Bunnies, viel Playstation. Ja, viel, ja. Und Soda. Ja, und Soda. Und Soda. Und Soda. Warum habt ihr so lange Pause gemacht? Wo wart ihr? Es gibt unterschiedliche Gerüchte, Gefängnis. Ich habe Liegestütze gemacht. Das ja, eine pro Tag. Ja, und der Stefan hat sich damals ein Oberlippenbart abrasiert. Ja? Und es hat so lange gedauert, bis er nachgewachsen ist. War aus Versehen, ja. Aber jetzt geht's wieder. Ja, es kommt, es steht voll da. Was habt ihr 12 Jahre lang gemacht? Für mein Gefühl waren es sogar 14. Ich habe ein asoziales Jahr eingelegt mal. Das war voll schön. Das musst du mal machen. Einfach so mal. So ein Jahr. Sie hat nicht gefragt, was du 12 Jahre gemacht hast, nicht ein Jahr. Ja, ich hab das 10 Jahre dann gemacht. Dann. Hatte ich auch 10 Mal hintereinander oder was? Ich habe noch einen Workshop gemacht und ein paar Meetings und dann... Lach halt. Ja. Aus, oder hast du recht? Was hast du in der Zeit gemacht? Habt ihr euch weiterentwickelt? Hast ja, okay. Also wir sind auf jeden Fall seriöser geworden. Ja. Ich habe mir jetzt die Haare weiß gefärbt, weißt du, komm besser rüber. Ja. Also seriöse Haare auch. Das habe ich in meinen Millionen gemacht. Ja. Ich habe also die erste Hälfte habe ich halt ausgegeben für Bunnies, Döner und Playstation. Ja. Und den Rest habe ich sinnlos ausgegeben. Ja. Jetzt hast du nichts mehr, jetzt fängst du wieder von vorne an. Nein, ich habe dann noch gemacht ein neues Geschäftskonzept, Callboy. Und Buchung? Nee, ich habe viel Geld verloren. ihr seid, ich habe es ja gerade angesprochen, so fit geblieben und ihr habt euch kaum verändert. Hat es vielleicht auch mit Ernährung zu tun? Also nach dem asozialen Jahr habt ihr vielleicht noch mal gesondert darauf geachtet? Wir haben ein bisschen wenig über Ernährung gesprochen. Ja, das stimmt. Unbedingt noch mal auf dem Thema Ernährung so ein bisschen rumpacken. Ja.
Ja, also ich meine, früher war ja Döner ein Riesenthema für uns. Ja. Ja. Und heute ist auch, kommt auch Falafel und Kebab mit dazu. Also ist noch ein paar so. Ja. Wir haben uns geöffnet, weißt du? Wir sind da viel flexibler mittlerweile. Ja. Ja. Was machst du? Machst du Ernährung anders oder Sport oder so? Ja, ich hab viel Fußball gemacht jetzt und. Hör mal, seht ihr euch heute das erste Mal nach den 14 Jahren wieder? Hey, weißt du was? Das Krasse ist, wir haben uns seit langer Zeit wieder gesehen und es funktioniert halt so. Ist das so, macht halt ja. so Spaß. Ja, der Stefan sagt, die Leute fragen auch, warum kommt ihr wieder zurück und so weiter? Weil es halt echt so megamäßig Spaß gemacht hat. Weil ihr kein Geld mehr habt. Ja, wir haben gedacht, die Welt, damals war krass, die Welt. Ja? Wir haben sie krass gemacht, aber die Welt ist jetzt so krass geworden, dass sie wieder reif ist für uns. Am krassesten. Ja? Der größte Clown ist der mächtigste Mann der Welt. Das stimmt. Kannst du Applaus. Ja, kannst du nicht toppen. Ich sehe es ja am Handtuch allein, dass du ein sehr, sehr, sehr sportlicher Typ bist, tatsächlich. Also nur am Handtuch sehe ich, dass du ein sehr, sehr sportlicher Typ bist. Ich sehe nur ein Handtuch, das an einem Waschlappen hängt. Welchen Stellenwert hat Sport für dich? Ja, früher habe ich sehr viel FIFA auf der Playstation halt schon viel Sport gemacht. Und dann kam die Stundenrechnung. Ja. Nee, Sport, ganz ehrlich gesagt, ist sehr viel Energy Drinks, ja. Mhm. Dann so Vitaminshakes und so und weißt du schon, so Proteindrinks. Klar. Hey, Sport muss man machen, nicht essen. Okay? Ja, du weißt aber, ja. Ich weiß, was du meinst. Man fängt halt irgendwo an. Ja, klar. Das ist ein Einstieg in die ganze Sache. Aber du gehst doch trainieren, schau dich mal an. Du bist wahnsinnig gut. Oder machst du Pilates? Wen? Bauch, Beine, Po. Ich habe nie was mit Pilates gehabt, nie. Die sind doch von Boris Becker, die Frau. Pilates, genau. Die Frau Pilates von Boris Becker. War die nicht bei der Yoga? Letzte, macht ihr Yoga? So Yoga, nee, wir haben lieber Yoga, das ist wie Golf. Weißt du, das ist Bunny Golf. Ja? Yoga. Die Männer die machen Golf, weil sie keinen Sex mehr haben, und die Bunnies machen Yoga, weil sie keinen Sex mehr haben wollen. Das scheint Yvonnes Erfahrung zu sein. Ich mache gar keinen Yoga. Krasse These. Der mutige Ball. Also, ich möchte deine Zuschriften nicht beantworten. Immerhin hat er welche. Ja. Weißt du, wie er deine Zuschriften Ich kann sie nicht beantworten. Löschen. Swipe links, swipe links, swipe links. Swipe, swipe, swipe. Oh, yes, swipe, swipe, swipe. Also tinderst du? Ja, voll. Ich habe mich jetzt angemeldet, vorgestern. Voll gut. Und? Sag mal. Ich habe schon ein Match. Irgend so ein Toyboy. Wie alt sagst du, dass du bist? Wie alt sagst du, dass du bist? Das macht Tinder für mich. Das macht Tinder für dich? Ja, also ich habe das gekauft. Ich habe alle Typen rausgeschmissen. Das heißt, you run Tinder now? Ja, genau, ich run Tinder. Glaubst du an Tinder? Da könntest du endlich mal Sex haben. Ja, ich finde, Tinder ist nicht so ein Konzept, wo ich so... Wieso? Ja, da gibt's keine, also Punkte, wenn es da Punkte gäbe, das wäre cool. Also Miles and More bei Tinder, dann wäre ich dabei. Da wärst du ganz voll mit dabei, oder bist du Senator? Was? Dann würde ich mir den krassen Koffer holen, weißt du, so einen Remover-Roll-Koffer oder sowas. Meinst du mal so Treuepunkte bei Tinder? Das ist ja voll cool. Kannst du in den Logen chillen, in den Tinder-Logen. Bei Tinder glaube ich ja an Untreuepunkte. Ich meine, die... Frequent Fucker, oder was? So, jetzt ist auch schon wieder. Die Welt hat sich ja geändert in den letzten 12 Jahren. Tatsächlich. Das ist schon krass, gell? Es ist so politisch korrekt geworden, alles. Stört euch aber jetzt, glaube ich, gar nicht so. Zum Beispiel, wenn wir einfach von Stefan korrekt werden würden, dann wären wir nicht mehr so. Dann wäre die Welt verloren, hätte. Cool, ja? Weil dann müssten die Korrekten, die unkorrekt sind, dann wieder korrekt. Zum Beispiel das mit dem Österreicher, mit dem Strache da. Ja. Der Typ, der das Peinliche war ja nicht, dass er gefilmt wurde, ja? Sondern dass er das Bunny nicht klar gemacht hat. Ja. Vorbei. Da ist vielleicht noch nicht alles erschienen an Videomaterial. Aber darf ich etwas dazu sagen? Ja. Ich bin ja Österreicher. Ja? Ich sage jetzt etwas, was du wissen musst. Ja. In der deutschen Bundesliga funktioniert die Videoüberwachung nicht, aber in Österreich bei der Regierung. Ja. Immerhin, ja. Da irgendwann müssen wir anfangen. Wie viel von dem, was ihr macht, ist vorbereitet, wie viel ist improvisiert? Es ist alles improvisiert, würde ich sagen. Steht alles da auf der Avocadoschale. Dürft ihr noch Auto fahren zum Beispiel? Also wenn wir jetzt über politische Korrektheit reden, ist Autofahren noch ein Thema? Ist ein Riesenstreitthema bei uns. Ja. Eben. Weil der Stefan will jetzt unbedingt autonomes Fahren, der fährt jetzt autonom, ja? Ich fahre lieber radikal. Wir sind aber tatsächlich mit dabei. Ich weiß, Hamburg ist schwierig mit den Autonomen und so, ja? Ich verstehe es überhaupt nicht, dass die Hamburger autonom fahren wollen, ja? Dass die Autonomen ans Auto lassen.
Elektroauto? Ja. Fände ich cool. Elektroauto finde ich cool. Wir sind mit der Bahn gefahren. Die Bahn fährt übrigens auch elektrisch. Und das Krasse ist, du steckst dein Handy an. Stimmt. Du steckst dein Handy an in der Bahn, plötzlich ist weniger Akku drin. Ich glaube, die nicht fahren mit. Ich glaube, du brauchst, glaube ich, Maske. Oh, wie schön. Ich merke schon, ihr seid wirklich ganz nah dran an den Themen, die momentan die Menschheit bewegen. Seid ihr weltpolitisch, ihr interessiert euch natürlich auch. Wie läuft's? Was habt ihr für eine Aussicht oder für eine Sicht auf die Weltpolitik momentan? Wir zwei. Ja, ja. Es war klar, dass du uns das fragst, logisch. Ja. Ja? Weil wir sind natürlich Experten. Ja? Oder Trump. So. Aber wenn, Trump. Hast ja gerade ihn erwähnt, Trump. Also wenn ich so gesagt, er ist Geschäftsmann, ja? Jetzt will er Mauer bauen, ja? Mhm. So zwischen Amerika und Dings, ja? Er will eine Mauer. Wenn du eine Mauer bauen willst, wo würdest du einkaufen, ja? Sagst du, wer baut die beste Mauer? Die Chinesen. Ja. Die haben Mauer gebaut, die kannst du aus dem Weltall sehen, ja? Der hat ja Probleme mit China. Ja, er macht krasse Zölle und so, ja? Okay, er hätte bei Ostdeutschen kaufen können, die haben auch gute Mauer gebaut, ja? Aber die Amis haben die ganze Mauer abgetragen damals, oder? Ja, Berlin, ja oder? Klar. Aber ich hätte bei den Chinesen die Mauer gekauft, ja? Weil die kannst du aus dem Weltall sehen. Ja, ja? Aber nein, er macht da Beef mit denen, ja? Jetzt hat der Stefan ein geiles Konzept mit der Mauer. Ja, wieso machen die Mexikaner nicht einfach eine Rolltreppe auf die andere Seite von der Mauer? Stell dir vor, wie geil, oder? Und dann voll schnell drehen und alle so pfiu, 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 pfiu. Und dann Trump so, oh shit, oh shit. Also läuft ganz schön was falsch in der Weltpolitik. Ja. Also, Trampolin, das wäre cool, Mann. Trampolin. Wir machen ein Trampolin. Ein Trampolin. Wie gibt es das doch nicht mal? Ein Trampolin. Ist deine Frau nicht aus Polen? Ist das nicht Trampolin? Sie ist Nein, die ist aus Slowenien. Die ist aus Slowenien. Slow. Also ich sehe schon, wir müssen mit euch rechnen in Zukunft, oder? Ja, wir müssen jetzt wieder auf Tournee gehen im Herbst und so, ja? Voll krass, oder? Die Leute wollen unbedingt, dass sie jetzt schon halt ausverkauft und so. Es geht voll ab, ja? Weil es halt voll, weil ist halt für mich unangenehm. Weißt du, wir gehen auf die Bühne, ich erzähle halt so ein bisschen was, so einen Schwank aus meinem Leben, ja? Und die Leute lachen die ganze Zeit den Stefan aus. Das ist Bei Ben Zucker im Vorprogramm. Hast du eine Vorband? Helene macht nicht jetzt bei dir Vorprogramm. Wir haben auch musikalische Einlagen. Ja. Wir machen einen neuen Song, den sagen wir noch nicht. Aber wir haben zum Beispiel einen alten Song. Wie heißt der? Ich schwöre jede Nacht Geschlechtsverkehr. Wie bitte? Wie heißt der? Ich schwöre, aber der vor der Frage geht. Ich schwöre. Jede Nacht Geschlechtsverkehr. Die beiden wollen immer mehr. Da hat noch keiner Schwör auf Verkehr gereimt, weißt du? Nein, klar. Zu Recht, wie ich finde. Aber wir freuen uns auf eure musikalischen und wie auch Sorry, immer. Sorry, jetzt ist das Niveau halt doch keine Nein, aber das wollen wir auch. Deswegen seid ihr ganz am Ende der Show. Können wir endlich mal ein bisschen mehr seriös über Ohrreiniger sprechen oder so? Und unsere Planung ist voll aufgegangen. Ja. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, Sie zu Hause haben heute wirklich einen bunten Strauß der Überraschungen bekommen. Ja. Da war wirklich alles mit dabei. Vom Ohrreiniger bis zum Holz. Vielen Dank an Erkan und Stefan. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Dann mit niveauvollen Gästen. Gianna Ina und Giovanni Zarella kommen. Der Klarinettist Andreas Ottensamer und das magische Duo Tommy Ten und Amelie Fantas. Tommy Ten kommt. Wir freuen uns drauf. Ja, ciao. Ciao. Danke an unsere Gäste.